So. Guten Abend und herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen bei Dare the Impossible, Wage das Unmögliche, das 21. Jahrhundert feministisch gestalten. Das ist das Motto der letzten drei Tage und des morgigen Tages. Jetzt in dem Panel soll es gehen um digitale Gewalt, Rechtssetz gegen Hass. Denn besonders die digitale Gewalt ist besonders ist für viele Menschen alltäglich, besonders für diejenigen, die sich queerfeministisch, antirassistisch oder emanzipatorisch äußern. Und sie müssen dann oft mit massiven An- und Übergriffen rechnen. In dem Panel wollen wir den Fragen nachgehen, wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir von Hate Speech sprechen oder von digitaler Gewalt sprechen? Welche Art von Gewalt soll das sein? Wer übt die Gewalt aus? Und welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es dafür, dagegen vorzugehen? Brauchen wir neue? Reichen die aus? Wie wollen wir das 21. Jahrhundert mit einer respektvollen Debattenkultur bestreiten? Oder was brauchen wir darüber hinausgehend? Ich freue mich ganz besonders, dass die Podiumsgäste sich dazu bereit erklärt haben, zu dieser Debatte beizutragen. Ich muss hier noch ein paar organisatorische Hinweise loswerden. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Foto-, Film- und Tonaufnahmen gemacht, sowohl von Rundfunksendern als auch für unsere eigene Verwertung. Sie finden am Ausgang Fragebögen zur Evaluation. Wir sind nämlich sehr daran interessiert, wie es Ihnen gefallen hat oder was wir besser machen können. Und jetzt würde ich ganz gern an Hanna Beitzer übergeben, die diese Veranstaltung moderiert. Hanna Beitzer ist Autorin und freie Journalistin. Sie schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Und jetzt zitiere ich über Junge und Alte, Protest und Bürgerbeteiligung, Feminismus, Digitales und Osteuropa. Hanna Beitzer. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr über die tollen Gäste hier auf dem Podium und vor allem auch, dass so viele ihren Samstagabend hier mit einem doch sehr ernsten und ja, ganz und gar nicht lustigen Thema verbringen. Und ja, dann würde ich Ihnen einfach ganz gerne die Gäste vorstellen. Da hätten wir einmal Julia Schramm. Sie arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung und war außerdem bis 2014 Mitglied der Piratenpartei. Also sie kennt die diversen Formen von Hass und digitaler Gewalt, nicht nur aus der heutigen Arbeit mit ja, Bürgerinitiativen zur demokratischen Stärkung, sondern auch persönlich aus ihrer Zeit als aktive Politikerin. Dann daneben sitzt Dagmar Freudenberg. Sie ist Juristin und ist Vorsitzende der Kommission Strafrecht des Deutschen Juristinnenbundes. Frau Freudenberg ist, so viel kann ich schon mal sagen, der Meinung, dass unser Strafrecht, wie wir es im Moment haben, nicht genügt, um die Formen digitaler Gewalt zu verfolgen und auch entsprechend zu ahnden. Und hat deswegen auch einige Ideen erarbeitet, wie man das besser machen könnte. Und dann zu meiner Rechten ist noch Malte Spitz. Er ist von den Grünen und dort vor allem auch für Netzpolitik, Datenschutz, also auch Themen zuständig, die das Netz unmittelbar betreffen und die so ein bisschen ja auch die Probleme aufzeigen, warum es manchmal so schwierig ist, Strafverfolgung im Internet überhaupt durchzusetzen. Und es ist heute so, dass dieses Panel nicht die erste Veranstaltung zu diesem Thema ist, sondern es tagsüber schon einen Workshop gab, an dem Frau Schramm unter anderem teilgenommen hat, sodass ich Sie jetzt bitten würde, einfach noch mal kurz zu erzählen, über was Sie da gesprochen haben, was die Ergebnisse waren, dass wir das ein bisschen mitnehmen können in den heutigen Abend. Ja, hallo. Wir haben uns heute getroffen, auch im Rahmen dieser Konferenz, aber auch im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Feministische Netzpolitik vom GWI, die wir auch mit der, die sich regelmäßig auch bei uns in der Stiftung treffen. Und wir haben darüber gesprochen, was Hate Speech ist und Begriffsklärung, Abgrenzung zu Cybermobbing, inwiefern auch über den Gewaltbegriff auch gesprochen. Und das war eine sehr interessante und auch lange Diskussion. Also das können wir heute, glaube ich, nicht liefern in der Intensität. Und danach haben wir konkret auch über rechtliche Möglichkeiten gesprochen in zwei Arbeitsgruppen. Also einmal
über individuelle Wege strafrechtlicher und zivilrechtlicher Natur, aber auch um Fragen wie Google Löschantrag stellen. Ich weiß nicht, ob im Raum hier schon mal einen gestellt hat, ich nicht. Und als letzter noch über Möglichkeiten von Verbandsklagerecht gegen zum Beispiel Provider oder Plattformbetreiber. Und ja, das haben wir dann zusammengetragen und sind auch ganz einige noch hier, wie ich gerade sehe. Und ja, jetzt sitze ich hier. Ja, ich denke, davon können wir ganz viel heute auch noch mal besprechen im Rahmen dieses Panels. Ich würde aber jetzt am liebsten gleich zu Frau Freudenberg kommen, denn sie hat mir schon im Vorbereitungsgespräch gesagt, Begriffsklärung ist immer unheimlich wichtig, weil wenn man nicht weiß, über was man überhaupt spricht, dann kann man das auch nicht verfolgen und kann man das auch nicht bestrafen. Und da sie schon mehrfach Vorschläge gemacht hat, welche Straftatbestände ihrer Meinung nach welchen Taten im Netz entsprechen, würde ich Sie gerne bitten, das mal vorzustellen und dann auch zu sagen, warum die jetzigen Formen der Strafverfolgung nicht ausreichen. Herzlichen Dank, Frau Balzer. Schönen guten Abend. Danke, dass ich da sein darf, dass Sie mich, obwohl ich ja nicht mehr so die ganz jüngste und keine Natural Internetfrau bin, schon aus Altersgründen, dass Sie mich noch ertragen, finde ich super. ja, das muss doch mal gesagt werden. ja, es gibt viele Formen, aber ich fühle mich da nicht diskriminiert. Das war schon ein bisschen ironisch gemeint und das darf ich auch. Wenn ich es selber sage, ist das kein Problem. Macht schon deutlich, was man alles so in dem Kontext bedenken kann, ne? Ja, Definitionen, Begriffsklärung. Die Frage ist, womit man jetzt anfängt. Sie haben ja schon zwei Stichworte benannt, sowohl das Cyberstalking als auch die Hate Speech. Ich würde noch ein drittes dazufügen, das ist das Cybermobbing. Wir haben ja durchaus verschiedene strafrechtliche Regelungen. Das sind die ganzen Regelungen im Kontext mit Beleidigung, übler Nachrede, Verleumdung. Wir haben auch die Vorschrift des Stalking. Im Deutschen heißt das Nachstellung im Strafgesetzbuch, § 238. Aber das Problem ist, dass es im Internet alles ganz andere Dimensionen hat und auch nicht darunter fällt. Einen Mobbing-Straftatbestand haben wir nicht. Ich meine, den würden wir brauchen. Und wenn man sich mal anguckt, was das ist, das Mobbing ist das Unterdrücken von Einzelpersonen oder auch von Gruppen in verschiedener Form. Zum Beispiel persönliche Ansprache, aber auch Reden und Kommentare. Vielleicht gehören oder sicher gehören da auch die sozialen Netzwerke dazu. Das ist aber alles etwas, was bezogen ist auf derzeit nicht strafrechtliche Inhalte. Denn wenn Sie das Stalking nehmen, das die Nachstellung beschreibt, das betrifft in der Regel Einzelpersonen. Betrifft aber nicht unbedingt Gruppen. Dass eine Gruppe gestalkt wird, das haben wir noch nicht so richtig im Strafrecht verankert. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben zwar im Strafrecht die Volksverhetzung, die nachzuweisen und abzugrenzen von der Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, ist aber auch nicht ganz einfach. Das haben Sie an der Diskussion gesehen im Kontext mit Facebook, wo ja unser Justizminister Facebook zum Gespräch gebeten hat. Bei der Gelegenheit von Selbstverpflichtungen halte ich nicht viel. Das mag an meiner Sozialisation als Staatsanwältin liegen, aber ich finde trotzdem, dass man, wenn man schon Regeln hat, dass man auch zusehen muss, dass man die durchsetzen kann. Und das können wir mit unserem gegenwärtigen Gesetzeswerk, was wir haben, nicht. Und ich möchte gerade im Kontext von Stalking und den Beleidigungstatbeständen, also den verbalen und üble Nachrede umfassenden Tatbeständen, eines sagen. Alles das, was im Internet passiert, hat ja eine ganz andere Qualität. Erstens, es bleibt im Internet stehen. Zweitens, es wird, da es nicht gelöscht wird, auch in 10 oder vielleicht sogar 100 Jahren dann noch stehen, das weiß ich nicht. In 100 Jahren interessiert es uns vielleicht nicht mehr, aber nichtsdestotrotz, die Rechtsgutverletzung, die die Strafrechtler ja immer prüfen müssen, die besteht fort und wird unter Umständen sogar intensiviert, weil nämlich bei sozialen Netzwerken mittels Likes das Ganze weiterverbreitet wird. Unter Umständen weitergeleitet wird und damit auch noch intensiviert wird. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, den ich da sehe. Das ist das Übergreifen, der Übersprung aus der
Digitalen in die analoge Welt. Und das haben wir auch in vielen Bereichen, gerade in diesem Kontext. Und ich denke, darüber müssen wir auch nochmal reden heute Abend. Vielen Dank schon mal. Ja, das waren jetzt sehr, sehr viele dichte Informationen auf einmal und werde jetzt mal versuchen, das auch so ein bisschen auf die Praxis runterzubrechen und zum Beispiel auch mal Herrn Spitz nach seinen Erfahrungen zu fragen. Als Politiker kennt man ja Beleidigungen, kennt man ja Hassbotschaften und ja, da würde mich einfach mal interessieren, wie Sie in der Partei darüber reden und wie Sie damit auch umgehen. Ich habe, als ich hier hingefahren bin mit der Straßenbahn, nochmal versucht zu rekonstruieren, wann habe ich eigentlich meine erste E-Mail bekommen, so mit den üblichen Anschuldigungen. Ich glaube, das war 2005, ich war 21, gab irgendein Feedback, weil ich auf irgendeiner Veranstaltung eine Rede gehalten habe gegen die NPD und dann irgendwie, das wurde übertragen und dann gab es halt die üblichen Reaktionen. 2005. In der Partei, muss ich sagen, war es in den letzten, also hat es angefangen, dass man sich intensiver darüber austauscht, ich würde sagen so ab dem Jahr 2012 ungefähr. Also ich sag mal, so vorher war es relativ unbekannt, A, weil man sagen muss, viele Politiker haben bis zu dem Zeitpunkt wenig selber die sozialen Medien quasi genutzt. Gerade bei Abgeordneten wurde viel vorher schon ausgefiltert, was ein Abgeordneter überhaupt nie zu sehen bekommt. Also die üblichen Sachen, die man halt so kannte, irgendwelche wüsten Fax-Anschuldigungen, wo die Leute dann 10 Seiten Fax schicken, die wurden halt einfach nie in die Postmappe reingelegt und auch wenn jemand im Abgeordnetenbüro angerufen hat, wurde es halt auch nicht weitergestellt. Und das, glaube ich, hat sich verändert, weil man als Abgeordneter, weil man als Politiker bei Facebook und so weiter halt selber halt auch mal irgendwie reinschaut. Ich bediene die Accounts eh selber, viele mittlerweile auch, beziehungsweise haben halt auch einen Zugang und schauen dann auch mal abends und bekommen quasi real die Reaktion mit ungefiltert. Und seitdem, wie gesagt, ich würde mal sagen 2011, 2012, gibt es darüber einen Austausch. Und der Austausch ist von, hilf mir mal, wenn es total schlimme Sachen sind, wo dann irgendwelche Leute mich anrufen, als würde ich dann quasi ins Internet quasi reingehen können und die Seiten entfernen können, so ungefähr. Also wirklich so eine Vorstellung war da, wo ich sagte, ja, ich mache was mit Internet, aber ich kann nicht sowas. Gott sei Dank auch. Bis dann aber halt auch zu fragen, wo stellt man mal eine Anzeige zum Beispiel und was sind da Anwälten, die man empfehlen kann. Und haben Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld schon mal eine Anzeige gestellt wegen sowas? Oder dann doch immer gesagt, puh, lohnt sich nicht? Ich nicht. Aus dem Umfeld, ja. Also aus dem Vorstand gab es schon die ein oder andere Anzeige. Ich sag mal, ich war 7 Jahre zusammen in einem Vorstand mit Claudia Roth, einer Person, die polarisiert. Und da war das, also ich sag mal, ich will nicht wissen, was sie bekommen hat und ich will auch nicht wissen, was sie da in den letzten 20 Jahren ihrer Arbeit runtergeschluckt hat. Wobei man natürlich, ich sag mal, wenn man polarisiert, zieht man sowas auch an sich. Ich weiß immer noch die Situation, dass die Taz 2001 eine Titelseite hatte, Claudia Roth mit einem sehr auffälligen Kleid bei den Wagner-Festspielen mit der Überschrift die Gurke des Jahres. Typische Schlagzeile für die Taz, aber es ist natürlich trotzdem was, was ihr natürlich total nahe gegangen ist und dann kriegt man halt 10 Jahre später, steht da nicht mehr Gurke des Jahres in den E-Mails, sondern Fotze des Jahres und ich weiß nicht, was dann dafür Anschuldigungen kommen. Also aus dem Grunde, ja, ich hatte es richtig zum Erfolg geführt, hat es leider aber, glaube ich, auch nie. Frau Freudenberg, genau, da wollte ich.
Da würde ich mich gerne noch mal dranhängen, weil Sie haben gerade so schön gesagt, Herr Spitz, mit Claudia Roth die Gurke und heute die Fotze. Es ist ja eben dann, wenn es eine eindeutige Beleidigung ist, auch anzeigbar. Aber, dickes Aber, Beleidigung hat einen Strafrahmen im Strafgesetzbuch von Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Ist also mit Verlaub gesagt eine Lappalie. Kann auf dem Privatklageweg verwiesen werden, gut, bei Politikern vielleicht nicht. Aber ist schon von daher gesehen etwas schwierig und wird nur auf Antrag verfolgt. Und wenn man weiß, was es bedeutet, eine Strafanzeige zu erstatten, jedenfalls für durchschnittliche Menschen, die eben auch nicht so berühmt sind, was es bedeutet, dann zur Polizei zu gehen, die Anzeige zu erstatten, zur Vernehmung zu erscheinen und unter Umständen dann eben auch noch zur Hauptverhandlung zu kommen, dann ist das schon ein Angehen. Und das ist alles etwas, was zusätzlich noch als Reaktion, gerade auch bezogen auf das Internet, viel zu lange dauert. Und wenn wir dann noch das Problem haben, dass die Person, die als Verdächtiger, als Beschuldigter in Betracht kommt, möglicherweise gar nicht identifizierbar ist, dann haben wir mit Zitronen gehandelt, wie man so schön sagt, weil dann kommen wir nicht weiter, dann haben wir keine identifizierbare beschuldigte Person und können unsere Strafanzeige vergessen. Ja, das ist ja auch so ein Thema, wo ich auch nochmal dann auf Sie gleich zurückkommen würde, wo man immer auch ein bisschen abwägen muss, was ist in dem Fall wichtiger, der Datenschutz einer Person im Internet, die möglicherweise dann auch mit ihrem Schutz was Böses macht, oder gibt es da auch Punkte, wo man sagen muss, okay, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen mehr reingehen? Naja, es ist ja weniger der Datenschutz von dem Einzelnen, sondern erstmal ein kollektiver Datenschutz. Jetzt haben wir eine passende Diskussion hier. Vor 32 Stunden wurde die Vorratsdatenspeicherung quasi wieder parlamentarisch auf den Weg gebracht und wird irgendwann, keine Ahnung, zum 01.01.2017 auch umgesetzt. Und da kann man sich natürlich genau diese Frage stellen. Klar würde es in einigen Fällen vermutlich einfacher werden, Strafverfolgung darauf aufzubauen. Auf der anderen Seite weiß man, wie man sich auch dort verdeckt quasi verhalten kann. Also welche E-Mail-Anbieter man benutzt, welche Online-Zugänge man benutzt, wie kann man seine IP-Adresse so verschleiern, dass sie trotz Vorratsdatenspeicherung auch nicht zugeordnet wird. Man geht in öffentliche Hotspots und so weiter. Ich sag mal, die Wege, selbst wenn man jetzt so eine Ausweitung vornehmen würde oder das unterstützen würde, trotzdem weiß man, für die Leute, die sich dort aufhalten, die investieren ja Zeit. Das ist ja für die nicht mal eben so eine Sache, sondern viele, die diese Taten verüben, die machen das ja nicht einmal, die machen das tausende Male quasi in ein paar Jahren beziehungsweise im Jahr. Und die wissen dann natürlich, wo sie sich anmelden, wie sie kommunizieren und so weiter. Also sprich, aus dem Grunde würde ich selbst, wenn man sowas unterstützen würde, was ich klar ablehne, weil es einfach aus ganz vielen anderen Gründen falsch ist, aus meiner Meinung, sowas wie die Vorratsdatenspeicherung, glaube ich, trotzdem wird man damit weniger das Problem lösen. Man wird vielleicht einzelne Fälle einfacher quasi angehen können, aber in der Abwägung würde ich dann trotzdem immer noch sagen, gar nicht bei solchen Taten, sondern selbst bei wirklich Straftaten, die mit 5 Jahren, 10 Jahren quasi auch im Strafgesetzbuch stehen als Möglichkeit, sagen würde, das ist unverhältnismäßig, da zu sagen, wir überwachen oder wir protokollieren die gesamte Kommunikation mal auf Vorrat, um dann in der Situation, wo man die Daten gebrauchen könnte, darauf zuzugreifen. Ich finde, es muss viel stärker darum gehen, ganz gezielt eher Schwerpunkte zu setzen und dann eher über Abstreckung und der Verurteilung Einzelner und das dann quasi hochziehen, glaube ich, eher eine abschreckende Wirkung quasi zu organisieren, als quasi zu glauben, dass man mit so einem Maßnahmen wie der Vorratsdatenspeicherung da wirklich einen Schritt weiterkommen würde.
ich würde das auch nochmal unterstützen, also auch selber als jemand oder als eine, die ja auch viel virtuelle oder digitale Gewalt erlebt hat. In den meisten Fällen ist es so, dass unter Klarnamen oder unter bürgerlichem Namen auch relativ schnell nachvollziehbar ist, wer diejenigen sind. Es gibt da ein paar notorische Fälle, auch gerade im deutschen Raum, in der Maskulisten-Szene, da ist es ein bisschen schwieriger, aber bei vielen Leuten ist es sehr einfach und sehr deutlich. Und die Frage ist halt eher, wie kann man die Hürden senken oder wie kann man Leute motivieren, gerade Frauen motivieren, eben auch Anzeigen zu machen, zivilrechtlich und strafrechtlich eben auch also die Wege zu beschreiten. Und vor allen Dingen müssen dann auch einfach Polizei und auch JuristInnen oder auch gerade RichterInnen einfach besser ausgebildet sein und besser geschult werden. Also ich glaube, diese Debatte ist auch relativ, an vielen Stellen verläuft sie, glaube ich, analog zu der Debatte auch um Sexualstrafrecht und auch um die Verschärfung hier und wie auch immer. Aber an ganz vielen Stellen sind die juristischen Mittel, glaube ich, schon sehr gut da, aber es fehlt an vielen Stellen am Willen, beziehungsweise an einigen Stellen ist natürlich die bisherige Rechtsprechung steht dem ja dann auch im Weg. Also man muss sich ja dann auch als Richterin oder so erstmal gegen einen BGH-Beschluss oder gegen ein BGH-Urteil erstmal stellen oder wie auch immer. Also da gibt es ja auch in der Verwachsung des Rechtes, da gibt es ja auch Hürden. Aber ich denke, viel stärker sollte man zwei Sachen, also einmal sollte man unterscheiden zwischen Hate Speech und Mobbing. Also ich glaube, Mobbing ist etwas, was grundsätzlich jede Person treffen kann, unabhängig von der strukturellen Einbettung in die Gesellschaft, während Hate Speech eben auch ein ganz klares Diskriminierungsverhältnis ist und nicht alle Menschen gleich trifft. Und da kann man jetzt sagen, da könnte man nochmal die Unterscheidung jetzt zum Shitstorm sozusagen aufmachen, wo man sagt, es ist Shitstorm ist konzentriert, es ist geht über eine Woche oder über ein paar Tage, während Hate Speech was Kontinuierliches ist und was sich auch nicht nur auf die sozialen Medien beschränkt, sondern auch in der Headline von großen Tageszeitungen zu finden ist und wo es eher um einen hegemonialen Diskurs geht, der sich natürlich im Netz auch widerspiegelt. Und ich glaube, es gibt Momente, wo man auch löschen muss und es gibt auch Momente, wo man meiner Meinung nach Leute wegsperren, aussperren muss, ob es jetzt auch in letzter Instanz eben Gefängnis ist. Aber im Endeffekt muss versucht werden, diese hegemoniale Kultur, die in den meisten, also die eben auch frauenfeindlich ist und die Gewalt gegen Frauen eben auch begünstigt, dass die attackiert wird. Und das geht meiner Meinung nach nur mit Widerspruch und mit auch Diskussion und Kampf und auch dem Versuch, eben Alternativen und Gegenöffentlichkeit herzustellen. Das geht mit den sozialen Medien sehr gut. Leider ist es so, dass gerade die PlattformbetreiberInnen halt dann nicht viel Interesse daran haben. Also Facebook und Twitter haben einfach kein Interesse daran, dass ein subversiver Diskurs sozusagen Bahn bricht, wenn er nicht eine gewisse Masse hat. Und bevor also die Appelle an den Staat finde ich und an das Recht finde ich an der Stelle immer problematisch, weil es eigentlich nicht der Staat ist, der an der Stelle der Verbündete auch von feministischer Politik sein sollte. Sollen wir das jetzt direkt machen? Also der Staat ist natürlich der Staat ist selber ein autoritäres Konstrukt, was eben auch die bestehende Herrschaft jeweils auch durchsetzt. Also aus einer subversiven Perspektive oder marginalisierten Position darauf zu hoffen, dass der Staat, der in erster Linie, auch der Rechtsstaat, in erster Linie die hegemoniale Position durchzusetzen versucht, darauf zu hoffen, dass der Staat in einer repräsentativen Demokratie entgegen der Mehrheitsvorstellungen, entgegen des Mehrheitswillens entscheiden kann und entscheiden wird, halte ich für naiv. Was sagt denn da die Staatsanwältin dazu? Wenn wir schon den Staat hier haben. Das waren jetzt, wenn ich das mit meinem saloppen Satz mal so sagen darf, 97.000 Fragen und Probleme auf einmal. Fange ich mal bei dem ersten an, was wir angesprochen hatten, das Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Ich hatte Ihnen ja im Vorgespräch schon gesagt, ich vertrete da eine etwas andere Auffassung, weil ich bin kein Anhänger von leeren Drohungen.
Und wenn ich sage, ich möchte jemanden verfolgen, und das meine ich durchaus ernst, auch als Vertreterin des Staates, nämlich als Staatsanwältin, die eben dazu berufen ist, das Recht und unsere Strafgesetze durchzusetzen, dann muss ich aber auch die Möglichkeit haben, das zu tun. Ich habe natürlich bei den ganzen Anbietern die IP-Adressen, die sowieso, die ganzen Verkehrsdaten, die sowieso speichern, aber die geben sie mir nur raus, weil es nämlich ein Eingriff in das Grundrecht auf Artikel 12 ist, also Fernmeldegeheimnis. Die geben sie mir nur raus, wenn ich ein Gesetz habe. Ich habe in der Strafprozessordnung eine Vorschrift, wonach ich Verkehrsdaten anfordern kann, wenn ich anders nicht ermitteln kann. Wenn aber der Browser, wenn der Hüter dieser Daten im Ausland sitzt, bin ich auf das Wohlwollen dieses Betreffenden angewiesen. Das ist auch nicht sehr hilfreich. Das sind alles Probleme, die in der Umsetzung bedeuten, dass ich unter Umständen das, was Sie gerade angemahnt haben, Frau Schramm, nicht leisten kann, dass ich nämlich die Täter zur Rechenschaft ziehe. Das würde ich aber gerne. Nun haben wir das eine Problem, dass wir natürlich, wenn wir Vorratsdatenspeicherung betreiben, dass wir dann in die Grundrechte eingreifen. Ja, ich meine, das ist eine Abwägung und da kann man sich durchaus drüber streiten. Es gibt sicherlich viele, die sagen, das ist nicht nötig. Ich meine, dass man das braucht, um für einen gewissen Zeitraum, und zwar nur die Verkehrsdaten, um Gottes Willen keine Inhalte, ist aber, glaube ich, auch so nicht vorgesehen, auch wenn ich den Gesetzentwurf selber jetzt nicht vor Augen habe, dass man diese Verkehrsdaten auch griffbereit hat für einen gewissen Zeitraum. Ich finde das durchaus in der Abwägung der Übel, die man dabei hat, vertretbar. Auch wenn man natürlich gucken muss, wie ist das eigentlich, was geben wir dafür preis? Und das ist ja eine Grundfrage, die wir auch schon mal in einer anderen Diskussion in diesem Hause, wie ich mich erinnern kann, gestellt haben. Das Internet hat natürlich auch einen ganz großen Charme als freiheitliches Kommunikationsmittel global. Und so manche Reformbestrebung oder auch, ich hätte weiter gesagt, Revolution, man denke nur an den arabischen Frühling, wäre zumindest nicht so leicht möglich gewesen, wenn man das Internet nicht hätte. Und das zu beschränken, ist einfach gesellschaftspolitisch ein großes Problem, einerseits. Andererseits, wenn wir aber sagen, wir müssen deutlich machen, dass etwas nicht geht, dann müssen wir gucken, wie können wir das durchsetzen. Und in diesem Vollzug von Regeln, da hat der Staat seine Aufgabe und das ist auch gut so, das sehe ich zumindest so, denn der Staat hat das Gewaltmonopol, gerade was den Vollzug anbetrifft und deswegen muss er dafür auch die Regeln haben oder, wenn er sie nicht hat, sich schaffen, dass er das umsetzen kann und durchsetzen kann, wenn jemand geschützt werden muss, dass er also jemanden ermitteln kann, identifizieren kann. Das nächste Problem, was Sie angesprochen haben, mit der Identifizierung haben wir dann, wenn wir Endgeräte haben, die mehreren Nutzern zur Verfügung stehen. Sie haben das Thema Hotspot angesprochen, es gibt auch noch andere, beispielsweise in Behörden. Wir haben das Thema bei der Kinderpornografie, wir haben das Thema auch bei anderen Dingen, wo eben mehrere Nutzer auf ein und dasselbe Endgerät zugreifen können. Da kann ich letztlich strafrechtlich nicht arbeiten, weil ich denjenigen, der zugegriffen hat, nicht konkret individuell feststellen kann. Wenn ich das nicht kann, kann ich keinen verurteilen lassen. Und auch da sind im Moment Grenzen gesetzt, von denen ich noch nicht weiß, wie man die halbwegs grundgesetzkompatibel auch hinbekommen kann. Ich weiß, wir haben seinerzeit in der Diskussion einen Beitrag gehabt, der mich sehr erstaunt hat, den ich aber noch nicht weiterverfolgen konnte, dass es in Asien beispielsweise Überlegungen gibt, mit Identifikationsnummer ins Internet zu gehen. Ist eine Möglichkeit. War klar. Ich habe das, wie gesagt, da auch zum ersten Mal gehört. Man könnte das weiter treiben mit einem genetischen Fingerabdruck oder wie auch immer. Ja? Das sind alles Dinge, die man machen kann, aber dann haben wir natürlich auf der anderen Seite das Problem, dass wir dann wieder das freie Internet einschränken. Alles nicht besonders lustig. Wie man diesen Kreis auflösen kann und wie man ausreichend Druck aufbauen kann und nicht nur bitte, bitte sagen gegenüber irgendwelchen Betreibern von Seiten, die unter Umständen auch im Ausland sitzen, ist mir noch nicht klar. Ich weiß nur, dass es eine Möglichkeit gibt, und das habe ich damals schon gesagt, beim Geld sind sie alle empfindlich. Und vielleicht muss man dann über Haftungsmöglichkeiten nachdenken. Das wäre so eine Überlegung, die ich hätte. Dass man einfach versucht, und das ist natürlich das Problem, das Internet endet ja nicht an unserer nationalen Grenze, sondern es ist global, dass man einfach versucht, Vertragswerke
zu konzipieren, denen die Beteiligten und Interessierten beitreten können. Wenn sie aber beitreten, müssen sie sich verpflichten, beispielsweise eine juristische Vertretung in jedem Land, wo sie ihren Browser betreiben wollen, auch installieren, damit man einen hat, der verantwortlicher ist. Und dann kann man überlegen, ob man das noch weiter treiben kann. Aber erstmal so weit vielleicht. Also ich sag mal, es gibt natürlich total viele Möglichkeiten, die was bringen würden. Es gab mal eine Debatte, als 2011 der Personalausweis umgestellt wurde von diesem alten hässlichen Ding auf diese hübsche Chipkarte, dass man sich über diese Chipkarte ins Internet quasi einloggt. Klar, dann könnte man zu jeder Zeit sehen, wer hat quasi wann welchen Internetzugang quasi benutzt. Wie gesagt, das sind alles, technisch ist das nicht das Problem. Die Frage ist das eine Gesellschaft, in der wir leben wollen? Und ist das quasi was vielleicht bei dem Problem hilft, aber bei dem eigentlichen Ziel, was man verfolgt, dem völlig entgegensteht? Also wer eine freiheitlich emanzipatorische Welt will und die gleichzeitig quasi keine freie Kommunikation mehr möglich macht, hat man sich halt auch irgendwie irgendwann in, sei jetzt mal, Knie geschossen am Ende. Ich glaube, also ich habe die persönliche Überzeugung, dass es weniger Parteiprogramm sowas, wirklich zu schauen, eigentlich müsste man jetzt auf den Weg gehen, ganz gezielt einzelne Fälle hochzuziehen, sich auszusuchen, quasi nach diesem amerikanischen Ansatz der strategischen Prozessführung, welche Fälle sind so spannend, sind so klar und worauf konzentrieren wir uns, um dann wirklich in 2-3 Jahren schreiben zu können, in der Zeitung, jemand wurde wegen Hate Speech zu 5.000 Euro zu 150 Stunden Sozialarbeit oder weil das keine Ahnung wie x-mal quasi vollzogen hat. Ich denke, vermutlich beim ersten Mal wird eine Freiheitsstrafe schwierig, gerade wenn das Höchststrafmaß eh 1 Jahr ist, dann hat man halt 2 Jahre Bewährung und so weiter. Aber wenn man wirklich sieht, das hat eine Konsequenz. Und ich glaube, da geht es weniger um die Verfolgung quasi, dann gleich sofort 10.000 Anzeigen zu stellen, was, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen umsetzbar wäre bei dem Scheiß, der draußen ist, als zu schauen, welche 2-3 Fälle wären es denn. Weil ich glaube, eine abschreckende Wirkung haben solche Dinge. Und dann wäre später nochmal eine Frage, wo ich es auch nicht so einfach sehe, welche Verantwortung haben Plattformbetreiber. Das ist halt auch einfach zu sagen, ja, natürlich haben die eine Verantwortung, es geschieht schließlich auf ihren Seiten. Aber ich da auch mal sagen muss, ich will halt auch nicht zu einer Situation kommen, gerade dass quasi, wir haben ja gerade ist jetzt schon ja ein paar Mal festgestellt, das Internet und seine Angebote sind global verfügbar, dass das dann die Argumentation ist, dass dann halt in Saudi-Arabien ganz andere Prinzipien durchgesetzt werden als in der Türkei oder selbst im EU-Raum, wo man dann halt auch nicht mehr schwer sagen kann, spinnt ihr, weil sie sagen, ja, das ist halt unsere kulturelle Norm. Weil ich sag mal, das wäre ja wirklich eine rein private Ordnung. Das hätte ja überhaupt nichts zu tun mit der Staatsanwaltschaft, wenn die Plattform stärker bestimmte Inhalte sperren oder die Zugänge löschen. Also ich glaube, da muss man auch nochmal drüber nachdenken, was ist die sinnvolle Verantwortung, ohne dass man im internationalen Vergleich gleichzeitig wieder was aufbaut, was man eigentlich gar nicht haben will. Das ist halt manchmal nicht so einfach. Ja, Frau Freudenberg, da würde ich Sie gerne auch mal nach Ihrer Sichtweise fragen. Können denn Plattformen, sei es jetzt Facebook, sei es Twitter oder meinetwegen auch Mailingdienste, Verbündete sein in Ihrem Anliegen oder sehen Sie das eher skeptisch?
Die können natürlich schon Verbündete sein, aber wie gesagt, Selbstverpflichtungen sind etwas, was man in die Welt setzt und entweder hält man sich dran oder nicht. Und wenn man sich nicht dran hält, hilft es wenig weiter. Dann kommen wir mit unserem Anliegen, glaube ich, nicht zu dem Ziel, was wir erreichen wollen. Deswegen bin ich ein Freund davon, dass ich keine leeren Drohungen ausspreche, das habe ich vorhin schon mal gesagt, und hätte also eine Idee. Ich weiß, dass das schwierig ist, bis fast unmöglich, dass man also sagt, okay, wer sich bestimmten Regeln, die wir schaffen, nicht unterwirft, der kriegt keine Zulassung bei uns, sich als Browser zu betätigen oder eben Webseiten aufzumachen und zu betreiben. Das ist natürlich hochproblematisch unter dem Gesichtspunkt des Artikel 5, das ist mir durchaus bewusst. Aber andererseits, wir haben ja nun mal bestimmte Grundrechte, Menschenrechte, die wir verteidigen wollen, denke ich, und auch müssen. Und wenn wir die durchsetzen wollen, dann müssen wir sie auch gegen wirtschaftliche Interessen von Webseitenbetreibern verteidigen und müssen sie entsprechend mit einem Abwehrrecht ausstatten. Und das wäre beispielsweise eine Zulassung. Beispielsweise die Sperrung des Bereiches, eines bestimmten Bereiches, was ja geht, das ist ja technisch bekannt, für das Betreiben einer solchen Webseite. Ob das letztlich machbar ist und welche Interessen man da alle verletzt und ob man die verletzen will, kann, darf, muss, um das durchzusetzen, das ist ein Abwägungsprozess, der in der politischen Diskussion geführt werden muss, meine ich. Ich finde die Idee, sozusagen Musterprozesse zu machen, durchaus nicht schlecht. Das haben wir ja auch schon. Ich habe mich sehr gefreut über die Berichterstattung über den einen hier in Berlin, der dann eben auch das Bild kommentiert hatte, der dann auch verurteilt worden ist. Aber es ist einer und das Problem ist diese Abschreckungsphilosophie, wenn ich das mal so nennen darf, im Strafrecht, die funktioniert leider nicht zuverlässig. Hier schauen einige so, als würden sie den Fall nicht kennen, glaube ich. Also kann ich vielleicht noch mal kurz sagen, ist, glaube ich, inzwischen schon ein weiterer Fall passiert, wo Menschen in Berlin Zeitungsartikel auf Facebook rassistisch kommentiert haben oder Bilder, das eine war, glaube ich, Bilder von Flüchtlingen und wo es dann tatsächlich zu einer Anzeige kam und zu einem Prozess auch und genau, ja. Mhm. Und ja, also das wäre dann auch in Ihrem Sinne schon so ein Schritt in die richtige Richtung oder stellen Sie sich noch was anderes vor? Nein, das ist auf jeden Fall zu schauen, dass man quasi nicht jeden Scheiß ins Internet schreiben darf und dass bestimmte Sachen halt auch nicht gedeckt sind von der Meinungsfreiheit. Das ist quasi eine Binsenweisheit. Aber da zu schauen und da, also ich sag mal, das ist natürlich jetzt ein Fall, der war durch die öffentliche Aufmerksamkeit, jeder hat dieses Bild gesehen von diesem toten syrischen Jungen, der am Strand angespült wurde und wenn man dann drunter schreibt, hahaha, warum sind es nicht noch 10 weitere? Okay, dass sowas verfolgt wird, dass da die Polizei hingeht und eine Hausdurchsuchung macht, super. Finde ich gut. Also ich sag mal, es geht mir auch nicht darum zu sagen, quasi sowas, ja häufig so ein Vorwurf ist, geht um irgendwie Straffreiheit im Internet, das ist Quatsch. Es geht um eine Verhältnismäßigkeit, aber dann auch, wo eine Straftat begangen wurde, um eine zielgenaue, intensive Verfolgung. Und ich finde, wir haben halt das Problem bisher bei der intensiven Verfolgung, muss ich sagen. Wenn man sieht, wie viele Strafverfolgungsbehörden ausgestattet sind, angefangen beim Technischen überhaupt, das zu verstehen, dann zeitgleich auch quasi bei den Möglichkeiten und bei den Zeitmöglichkeiten solche Fälle anzugehen, da haben wir halt das Problem in der Praxis. Und ich glaube, da bringen auch keine zwingend, zumindest ich will jetzt gar nicht pauschal ablehnen, irgendwelche Strafrechtsverschärfungen, weil wenn dann halt noch zusätzliche Anzeigen kommen, wird dieses Problem dadurch trotzdem nicht weniger. Also ich würde eher sagen, Schwerpunkte bilden und dann halt auch mal quasi im Bereich an Feminismus halt auch mal so einen Prozess anführen und da mal schauen, wie weit kann man gehen, wenn irgendwelche Maskulinisten einen seit Jahren verfolgen, per E-Mail, in Kommentaren, ich weiß nicht wo, anschreien und quasi Texte schreiben, die klar strafrechtsbewehrt sind. Und da dann zu sagen, okay, das ist dieser eine Fall, der ist so konkret, da investieren wir jetzt Zeit,
und leider halt auch für Anwaltskosten und ich weiß nicht, was halt vermutlich auch 10.000, 15.000, 20.000 Euro, die man zusammenträgt, um diesen Fall mal hochzuziehen und mal klar zu prüfen, funktioniert das auch dort oder funktioniert es halt nur bei dem quasi in der Öffentlichkeit so emotional bewegten Thema wie der tote Flüchtlingsjunge. Und das meine ich, sind, sage ich jetzt mal, Fälle, wo man halt auch dran gehen sollte und das Gleiche kann man halt auch in noch ein, zwei anderen Themenbereichen auch ausprobieren, glaube ich. Also ich will nur kurz ergänzen, dass spätestens seit Heidenau im Sommer es einige Verurteilungen auf Facebook auch gab oder aufgrund von Facebook, unabhängig jetzt von dem toten syrischen Kind. Also da gab es eine ganze Menge mit auch mehreren tausend Euro, also es geht ja meistens dann über Tagessätze, das ist ja dann für die einen mehr als für die anderen. Also das gab es schon, daran finde ich aber, da wollte ich auch nochmal dran anknüpfen, weil daran zeigt sich sehr schön, wie sowas eben auch mehr oder minder Moden unterliegt. Ja, also dass sich dann jetzt mal eben dann ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin sagt, alles klar, jetzt reicht's mir, so, jetzt mache ich mal, also jetzt lege ich da mal meinen Fokus auch drauf, jetzt eben nehme ich mein enges Zeitkontingent und versuche da jetzt auch mal irgendwie was klar zu machen. Und auf der anderen Seite haben wir das große Problem, glaube ich, wir haben jetzt die Fälle, die wir jetzt angesprochen haben, sind alle auch eben Volksverhetzung und laufen unter StGB 130. Das funktioniert. Viele davon sind natürlich auch antisemitischer Natur gewesen. Und da gibt es ja immer wieder Verurteilungen, weil eben auch die Leugnung der Shoah ganz explizit drin steht. Bei sexualisierter Gewalt und bei Sexismus ist es so, also so wie ich das verstehe, so viel schwieriger, weil es da eben nicht, es gibt eben nicht, also der Volksverhetzungsparagraf ist eben nicht wirklich auf Geschlecht auszuweiten in der Form oder das hat bisher nicht stattgefunden und ich bin sowieso der Meinung, dass man vielleicht dann auch mal über eine Reform dieses Paragraphen reden sollte, was man, weil leider bei solchen Reformen ja dann meistens was Schlechteres oder nicht unbedingt was Besseres dasteht, aber A, der Begriff Volksverhetzung, also Volk ist schon mal problematisch, da kann man jetzt schon mal drüber streiten, B, klar, die Leugnung der Shoah bitte drin lassen natürlich, das wird glaube ich auch glücklicherweise schwierig werden, aber die Idee eben Hate Speech als Diskriminierungsverhältnis und eben auch in ein strafrechtliches, überhaupt in eine strafrechtliche Richtung zu bringen. Das wäre meiner Meinung nach das Einzige, worüber man nachdenken sollte, also die Reform dieses Paragraphen, weil wir sehen ja, es geht ja, es geht, es braucht aber halt Richter und Richterinnen und PolizistInnen, die das möchten. Und wenn ich auch jetzt mal aus unserer Stiftungsarbeit kurz ausplaudern darf, wenn wir einen Kurs geben bei der Polizei zum Thema rechte Gewalt und da sitzen zwei Jungs, die beiden Jungs, die Vernünftigen, die geschickt worden sind mit einem Thorsteiner-Pulli, dann ist das ein Problem. Und wenn in der Polizei, also ich habe auch mein Problem, um auch nochmal eine Staatskritik kurz anzuführen, in einem Land, wo wie mit dem NSU so umgegangen wird, wie mit dem umgegangen wird, kann ich kein Vertrauen in Strafrechtsbehörden haben, dass sie auch nur einen Maskulisten ernsthaft verfolgen. Ich bin nicht alle Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Macht nichts. Macht nichts. Kann damit leben. Es gibt überall so eine solche und Anderwecke, wie ich immer zu sagen pflege. Ich möchte zwei Dinge aufgreifen, oder drei. Das eine ist, was Sie vorhin schon gesagt haben, das Stichwort Fortbildung. Das ist sicherlich ein Bereich, wo wir auch in der Justiz, gerade auch in der Justiz, noch sehr viel mehr an Bildung, ich würde gar nicht sagen unbedingt Fortbildung, brauchen und an Ausstattung und an Ressourcen, gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Spitz. Wir sind zwar, das weiß ich, jedenfalls da, wo ich herkomme, in Niedersachsen schon auf einem ganz guten Weg, was auch Cyberkriminalität anbetrifft, aber Cyberkriminalität ist auch so ein Wort, was für alles Mögliche steht, beispielsweise auch für Millionenfälle von Phishing und solchen Sachen. Das ist, da muss man, glaube ich, der gesamten Gesellschaft und allen Professionen, die wir haben, zugestehen, dass wir uns mit diesem Phänomen Internet und dem, was da möglich ist, was unter Cyber verstanden wird, sich erstmal auseinandersetzen muss und gucken muss, was bedeutet das eigentlich. Ich habe ja nicht zum ersten, oder ich sage heute Abend nicht zum ersten Mal, wir müssen unser gesamtes Rechtssystem
durchdeklinieren, insbesondere das Strafgesetzbuch, wie weit ist es anwendbar auf solche Fälle? Und das ist in vielen Bereichen sehr schwierig, was die Definitionen anbetrifft, was beispielsweise auch den Paragraph Nötigung anbetrifft. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn es um sexistische Sachen geht, da gebe ich Ihnen völlig recht, bin ich völlig bei Ihnen, weil eine Vergewaltigungsandrohung im Internet ist nochmal was ganz anderes, als wenn das in der analogen Welt passiert. Ja? Weil sich da eben dann auch nochmal ganz problematische Drohungsszenarien ergeben. Wenn eine Bloggerin, wie wir es ja auch haben, oder eben auch sonst eine Frau sich im Internet äußert, die dann als, es kann auch zu einem anderen Thema sein, die sich positioniert, dann kann das durchaus vorkommen, und das ist nicht selten der Fall, dass sie dann auch sexistische Drohungen bekommt, wie zum Beispiel, man sollte dich vergewaltigen oder sonst was. Wenn das dann noch anonym geschieht, ist das etwas, was total verunsichernd wirkt. Und ich meine, ich habe schon an anderer Stelle mal versucht, deutlich zu machen, was das eigentlich bedeutet, diese ganzen Taten im Internet, was das mit den Opfern macht, auch Stalking, Cyberstalking und Cybermobbing. Das fängt an bei psychosomatischen Beschwerden, das geht dann über psychische Beeinträchtigungen hin zu Depressionen. Das kann so weit gehen, dass die Menschen in den Suizid getrieben werden. Und das ist eine Diskussion, die hatten wir auch beim Stalking schon mal. Ne? Das sind dieselben Folgen, wenn man so will. Und ich denke, da muss man was tun. Da wird zum Teil auch dran gearbeitet, an der Umsetzung, auch bei der Justiz. Aber die Ressourcen sind knapp. Und wenn wir knappe Ressourcen haben, dann wird es unterschiedlich verteilt. Und da müssen wir, und das ist auch eine Aufgabe von Gesetzgebung in meinen Augen, da müssen wir durch Gesetzgebung und dann gegebenenfalls eben auch durch neue Straftatbestände wie Cybermobbing deutlich machen, dass das ein strafrechtsrelevantes Unrecht ist, was da geschieht, das verfolgt werden muss. Und wenn man das dann noch mit einem Strafrahmen ausstattet, der etwas mehr als ein Jahr Freiheitsstrafe in einem Höchstfall beträgt, dann ist es auch für die Strafverfolgungsbehörden deutlich, dass es keine Lappalie ist. Und dann können wir das machen, was Sie vorhin angesprochen haben. Deswegen würde ich nach wie vor dafür plädieren, das zu machen. Aber wir haben sicherlich auch noch andere Möglichkeiten der Reaktion auf solche Sachen. Können wir ja vielleicht später noch drauf kommen. Ja, genau, da würde ich eigentlich sehr gerne schon anknüpfen, weil wir jetzt auch schon sehr viel über den Rechtsrahmen gesprochen haben, aber oft beginnt ja für die Opfer die Verunsicherung oder das Gefühl, das bringt nichts, schon relativ früh. Und da wollte ich Sie noch mal fragen, Frau Schramm, Sie hatten ja auch erzählt, dass Sie selber schon digitale Gewalt erlebt haben, wie Sie damit umgegangen sind und ob es irgendwas gibt, was Sie ganz konkret sagen können, da hätte ich mir von staatlicher Seite, sei es jetzt die Polizei, sei es die Behörden, einfach mehr Hilfe erwartet, und was genau oder wo genau da die Probleme lagen? Also die digitale Gewalt auf der einen Seite hatte für mich auch mit Shitstorms und so weiter auch ganz klare psychologische Auswirkungen. Also ich habe bis zu diesem Jahr ganz klar ein posttraumatisches Belastungssyndrom gehabt. Und das habe ich aber natürlich erst gemerkt, als es vorbei war. Aber ganz konkret gab es einen Einbruch bei mir, also die digitale Ebene ist ja, bleibt ja nicht immer nur digital. Und nach meinem größten Shitstorm sozusagen, wo dann auch diese posttraumatische Belastungsstörung eben da war, wurde halt eine Woche oder im Zeitraum wurde eingebrochen. Und ich habe die Polizei gerufen und wir haben darüber gesprochen, wir wussten natürlich nicht, was irgendwie los ist. Und die Polizei hat einfach nur gesagt, ja, aber wenn Sie da im Internet aktiv sind, dann ist das doch klar. Und warum haben Sie eigentlich so ein schlechtes Schloss? Kaufen Sie sich mal ein ordentliches Schloss. Das war's. So, das war die eine Ebene. Das wäre vielleicht heute noch mal ein bisschen anders. Das ist jetzt auch schon 3 Jahre her. Und auf der anderen Seite habe ich auch den zivilrechtlichen Weg gewählt. Mir wurde auch ein Schaden zugestanden, also es war ein Eingriff in meine Intimsphäre. Das wurde vom Gericht auch so anerkannt und dann wurde aber keine Entschädigung zugestanden mit der Aussage, ich würde das gar nicht jetzt sagen. So, also ich weiß nicht, was im Urteil, ich kann nicht mehr wissen, was im Urteil drin stand, aber es stand, naja,
bei solchen Frauen wie der, wie die so im Internet auftritt, da muss man halt auch mit so Eingriffen in die Intimsphäre klarkommen. Also das war das, was die Richterin tatsächlich beschlossen hat. Also ich weiß auch, dass ich bin nicht in Berufung gegangen, ich hätte gehen können, weil den Schaden anerkennen, aber keine Entschädigung zugestehen, ist ein bisschen komisch. Ich kann nur empfehlen, das nicht bei Amtsgerichten zu machen, sondern direkt versuchen, zum Landgericht zu gehen. Die haben da Experten für. Und Amtsrichterinnen sind ja auch oft eher eine Sozialarbeiter- und Mietrechtssachen. Das da war im Vorfeld, also das war unglaublich unangenehm, das Verfahren war unglaublich unangenehm. Die Richterin hat mehrfach versucht, mir Vergleiche aufzudrücken, hat viele Hinweise geschrieben, hat immer wieder gesagt, sind Sie sicher? Und nein, ich werde den Schaden nicht anerkennen. Also da hätte ich mir, also es waren so ganz konkrete Fälle, wo ich gedacht habe, diese Frau will nicht. Die will nicht, dass ich, also und dann hat sie mir den Schaden zugestanden und hat aber dann gesagt, naja, zack, die nervt auch eh. Und auf der strafrechtlichen Ebene habe ich auch versucht, mehr für andere als für mich. Also ich habe ein paar Mal die Internetwache bisschen bedient. Und da ist sogar einer in den Bau gegangen in einem Zusammenhang. Das war aber dann quasi so die Kirsche auf der Sahne, wo dann die Staatsanwaltschaft gesagt hat, alles klar, okay, jetzt reicht's. Wir haben jetzt hier ein lustiges Portfolio von Dingen, die da so, das reicht jetzt. Also wenn das jetzt noch dazu kommt, der ist auch tatsächlich verknackt worden. Es gab auch Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit politischen Anzeigen, aber 90% wurden tatsächlich von der Staatsanwaltschaft mit, das ist Satire, was ich ein bisschen abenteuerlich finde, wenn ein verurteilter Rechtsextremist oder ein verurteilter Rechtsterrorist Morddrohungen ausspricht, das als Satire zu bezeichnen. Gut, es war Sachsen. Aber also das sind meine Erfahrungen und ich muss sagen, ich habe auf keiner Ebene gute Erfahrungen gemacht mit Strafverfolgung, mit RichterInnen, mit zivilrechtlichen Verfahren, mit Polizei, also auf keiner Ebene eine gute Erfahrung gemacht, wo irgendwas von dem ernst genommen wurde, jetzt 3-4 Jahre später mit ein bisschen Abstand, nicht mehr in der Partei sein und so bin ich da, gehe ich da anders mit um, aber ich muss sagen, ich habe mein Kommunikationsverhalten auch verändert. Ich gebe meine Adresse nicht mehr an, ich gebe meine Adresse nicht mehr raus. Das sind alles Sachen, die nicht mehr stattfinden, weil es einfach nicht zumutbar ist und weil im Zweifel tatsächlich der Staat mich nicht unterstützt hat und ich ja jetzt nun wirklich auch in einer wesentlich privilegierteren Position bin als viele, viele, viele andere Frauen, auch in Deutschland, die nicht mal mehr den Weg überhaupt dahin gehen können und die vielleicht sogar dann noch schlechter behandelt werden, weil gewisse Merkmale, Diskriminierungsebenen noch da sind, die bei mir nicht da sind. Also das war alles nicht so gut. Ja, da würde ich gerne eigentlich von beiden noch wissen, also sowohl von politischer Seite als auch von behördlicher Seite, was man sich da vorstellen könnte, wie man solche Erlebnisse vermeiden kann. Oder wie man, was man verändern müsste am System, dass es dann nicht zu so einer Frustration kommt, weil es ist ja so, dass sehr viele Leute, die schon Gewalt im Netz erfahren haben, von ähnlichen Erlebnissen berichten, also nicht ernst genommen werden, runtergespielt zu werden. Was kann man da machen, damit das in Zukunft ein bisschen mehr ins Bewusstsein kommt? Ja, ich kann das zum Teil sagen für die Polizei in Niedersachsen. Die ist das LKA in Niedersachsen, hat eine Opferbefragung gemacht, eine anonyme Opferbefragung und hat dabei herausgefunden, sehr zum Schrecken der Polizei, kann ich auch sagen, dass Cyberdelikte überhaupt nicht angezeigt werden. Überhaupt nicht, ist ein bisschen übertrieben, aber unter 10%. Und die Begründung, die gegeben wurde bei den Antworten, war, verspreche ich mir nichts von, fühle mich nicht ernst genommen und so weiter. Das ist nicht die einzige Opferbefragung, die wir haben. Wir haben mehrere, wenn ich das richtig sehe, auch vom BKA, die habe ich jetzt aber im Moment gerade nicht auf dem Schirm. Aber das ist natürlich eine Erfahrung, die die Polizei erstmal ein Stück weit wachgerüttelt hat. Und insofern würde ich zumindest die Hoffnung äußern, Frau Schramm, dass sich das inzwischen im Bewusstsein doch deutlich eingegraben hat und dass man versucht hat, inzwischen gerade auch bei der Polizei dieses Thema nach vorne zu bringen. Das wird man weiter tun müssen, weil mich erinnert diese Diskussion sehr an die Diskussion vor
20 Jahren, als wir angefangen haben, über häusliche Gewalt nachzudenken. Das war so ähnlich. Da hatten wir auch große Augen und die Überlegung, ja, gibt es denn sowas überhaupt? Und was ist denn das? Und auch müssen wir das wirklich verfolgen, bis wir dann den mit dem Gewaltschutzgesetz den Paradigmenwechsel durchgesetzt haben. Und auch das war etwas, wo wir sagen müssen im Nachhinein, das waren nicht völlig neue Rechtsinstrumente, die wir da geschaffen haben, sondern wir haben das fokussiert und haben einen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft deutlich gemacht mit einem Gesetz. Und ich denke, das müssen wir jetzt, was das Internet anbetrifft, so ähnlich machen. Anders wird es nicht gehen. Wenn wir es nicht mit der Mehrheit, mit der parlamentarischen Mehrheit deutlich machen, dass hier etwas passieren muss, dann kriegen wir das auch nicht in die an die Gesetze gebundenen Strafverfolgungsbehörden. Denn die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte sind an das Gesetz gebunden. Und wenn wir wollen, dass die da was tun, müssen wir es ihnen ins Gesetz schreiben. Das ist nun mal so. Vielleicht soweit erstmal. Genau, Herr Spitz, wie sehen Sie denn die Chancen, dass sich da was tut und was könnte die Politik überhaupt tun? Das Problem ist ja, dass die Politik da auch einen Nachholbedarf hat. Also, aber die Politik ist da ja nicht zwingend Vorbild, leider. Und das ist halt grundsätzlich das Problem quasi, dass halt viele Menschen denken, gut, das ist ja im Internet, dann ist es ja nicht so schlimm. Das ist natürlich die klassische Reaktion. Das ist auch die klassische Reaktion, wenn man in der Politik drüber redet. Ja, es ist ja nur im Internet. So, und dass man das nicht quasi trennen kann, dass es quasi halt eigentlich keinen Unterschied macht, ob man 20 E-Mails mit Aufrufen drin hat, man sollte doch mal irgendwie vergewaltigt werden oder mal bei einem zu Hause vorbeikommen, weil er einem dann mal zeigen würde, wie es geht und so. Das habe ich ja sogar auch bekommen. Also ich habe mal 2010 mal E-Mails bekommen, auch als wir ein feministisches Männermanifest veröffentlicht haben, haben wir tausende übertrieben, aber wirklich Dutzende solcher Drohungen bekommen. Ja, wir hätten einfach keinen Sex und man sollte mal vorbeikommen und so weiter. Ich hätte eine Frau, die würde mir anbieten und ich weiß nicht, was für ein Quatsch. Ich glaube, dieses Erlebnis, ich habe nie was zur Anzeige gebracht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht, weil ich es einfach nicht ausblenden wollte und dadurch für mich selber nicht höher hängen wollte. Aber ich kann den Eindruck total nachvollziehen, dem kriege ich auch quasi zurückgespiegelt und ich glaube, es hat sich leider auch noch nicht allzu viel verändert, muss man sagen. Also vielleicht ist die Situation etwas anders. Ich weiß es einfach nicht aus der tagtäglichen Staatsanwaltspraxis, ob es nicht sinnvoll wäre, eher Schwerpunkte zu bilden, als zu sagen, man hat halt quasi eine, sag ich jetzt mal, was ja auch in anderen Fällen der Internetkriminalität gibt, sag ich jetzt mal so Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die erstmal diese Sensibilität haben, da wo man dann anruft, dann halt auch wirklich eine hilfreiche Auskunft bekommt und nicht erstmal nur ein Haha. Und die halt auch quasi durch Fort- und Ausbildung und Zusatzunterstützung, sei es personell und so weiter, auch die Zeit haben, sich drauf zu konzentrieren. Ich will es ja gar nicht verleugnen, dass halt irgendein Staatsanwalt irgendwo, der erstmal denkt so, ja und, also das er nicht einordnen kann, einfach. Und da zu sagen, über eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, weiß ich nicht, also ich finde es eine charmante Idee, ich weiß nicht, ob es in der Praxis wirklich eine solche Auswirkung hätte. Auf der anderen Seite, man sieht es in anderen Bereichen, dass eigentlich so Schwerpunktstaatsanwaltschaften etwas bringen. Und das sehe ich für die Politik. Und das andere, wo wir gleich vielleicht nochmal drüber kommen, ist halt, wie kriegt man dafür eine Öffentlichkeit organisiert. Jetzt mal losgelöst von Strafrecht, losgelöst von der Polizei und von den Staatsanwaltschaften, wie kriegt man dafür eine Öffentlichkeit organisiert? Und ich finde, da muss die Politik auch quasi weniger als, ich spreche mal mit Facebook drüber, glaube ich, eine andere Umgangsform finden. Und sie halt auch zwingen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ich will jetzt keine Warnhinweise haben, wie auf Zigarettenschachteln, dass wenn man Facebook aufruft, zu sagen, hier, du betrittst einen Bereich, der vor Sexismus und so weiter sprüht, Vorsicht. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten.
So. So, aber quasi darüber auch die Sensibilisierung, die dann, glaube ich, wirklich auch eine Auswirkung hat auf die gesamtgesellschaftliche Debatte. Weil das muss man ja auch sehen. Was Julia quasi abbekommen hat, würden viele Leute in der quasi auch auf der Straße sagen, ja und? Also ich sag mal, das ist ja einfach nicht nur ein Problem von unseren Staatsanwaltschaften, von unserer Polizei, sondern wie ist die Sensibilität überhaupt in der Bevölkerung? Und das, glaube ich, kriegt man nur, wenn man wirklich die Plattform dazu verpflichtet, diese Frage aufzuwerfen und dafür eine Öffentlichkeit auch zu schaffen und das auch unterstützt letztendlich. Und das ist, finde ich, auch eine Aufgabe, wo die Politik quasi auch ein Hebel setzt oder ein Hebel für sein könnte. Ja, das kann ich gerne unterstützen. Also die Schwerpunktstaatsanwaltschaften finde ich eine gute Idee, aber das Problem, was wir haben, ist, dass wir im Moment in einem Deliktsbereich uns befinden, der wirklich die, Entschuldigung, den Ausdruck, jedenfalls strafrechtlich gesehen Bagatelldelikte betrifft. Und solange wir das noch so haben, da werden die Staatsanwaltschaften mutmaßlich dafür keine, jedenfalls für die individuell Betroffenen, keine besonderen Schwerpunktstaatsanwaltschaften bilden. Wir haben die Schwerpunktstaatsanwaltschaften, wie zum Beispiel für Wirtschaftsstrafsachen, auch für Cyberkriminalität, aber eben unter einem anderen Fokus, unter einem ganz anderen Fokus, nämlich wirtschaftlicher Schaden, Schaden bei Firmen, die durch Cyberangriffe entstehen und solche Sachen. Das ist was ganz anderes als das, was wir hier diskutieren, nämlich die individuellen Betroffenheiten. Diese individuellen Betroffenheiten, da müssen wir gucken, dass wir das überhaupt erstmal, wie Sie es schon gesagt haben, in der Gesellschaft bewusst machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen ein Generationenproblem ist, denn wenn ich mich so umgucke, sehe ich ja ganz viele doch deutlich jüngere Menschen als mich, die sicherlich mit dem Internet auch schon ganz anders in Kontakt sind als ich. Ich zum Beispiel habe keinen Facebook-Account, ich werde es wahrscheinlich mir auch vorläufig jedenfalls nicht anschaffen, habe ich zumindest nicht vor, weil mir ist es, mich kostet das zu viel Zeit, wenn ich das mal so sagen darf, und ich habe keine Lust auf die ich habe keine Lust auf das Ganze, auf die ganzen Risiken, wie ich eben schon halblaut gesagt habe. Betreten auf eigene Gefahr müsste man dann machen. Ja? Ich weiß nicht, also bin ich im Moment nicht bereit, das in Kauf zu nehmen. Was ich aber noch mal anfügen möchte, weil ich das ganz wichtig finde, es geht ja doch durchaus in dem Bereich, den wir hier diskutieren heute Abend, um individuelle Betroffenheiten, um Personen, die individuell betroffen sind, Frauen insbesondere. Und ich bin ja auch ein Vertreter, auch wenn ich als Staatsanwältin in vielen Fällen auch gegen den Willen der Opfer ermitteln muss, unter Umständen gerade auch was Sexualdelikte anbetrifft. Aber ich bin durchaus auch ein Vertreter der Opferautonomie und ich finde, wir müssten gucken, was wir den Betroffenen für eigene Abwehrmöglichkeiten auch juristisch zur Verfügung stellen könnten. Und da gibt es sicherlich einige Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass wir im Gewaltschutzgesetz den Paragraph 1 ergänzen, um eine entsprechende um ein entsprechendes Regelbeispiel bei Übergriffen im Internet. Ja? Verfolgung im Internet darf eben auch untersagt werden. Das setzt, das ist mir völlig klar, wiederum die Individualisierbarkeit voraus derjenigen, des Antragsgegners sozusagen, wie es im Zivilrecht heißt, und dann eben auch die Möglichkeit, das zuzustellen. Dann haben wir wieder die Probleme der Umsetzung. Das, was ich vorhin schon im Strafrecht angesprochen habe, gilt hier natürlich genauso. Aber man würde damit auch ein Zeichen setzen und man könnte dann vielleicht auch in das Gewaltschutzgesetz aufnehmen, eine Sperrmöglichkeit, eine Löschungsverfügung, stelle ich mir zumindest im Moment noch so vor. Müsste man darüber nachdenken, wie, was das juristisch bedeutet, sodass man auch als Einzelperson jemanden auf Löschung verklagen kann im Wege der einstweiligen Anordnung, dass eben bestimmte Posts gelöscht werden müssen, wäre zu überlegen. Und die Haftungsfragen hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Und in der Gesellschaft meine ich, dass man die Betreiber von Seiten, dass man die Betreiber von Blogs und von Kommentarseiten einfach verpflichten muss, eine Moderation einzuführen, auch wenn das teuer ist. Das muss sein. Es muss einfach gefiltert werden. Meinungsfreiheit hin oder her. Beleidigungen, Straftaten dürfen im Internet nicht erfolgen. Nicht folgenlos jedenfalls.
Ja, Frau Schramm, Sie hatten gerade so nach dem Mikro gegriffen, oder war das nur? Nee, ich wollte nur noch ergänzen, dass es oftmals nicht, also das mit der Gegenöffentlichkeit, mit der Öffentlichkeit, was Malte angeführt hat, dass auch alleine die internalisierten Mechanismen da nochmal viel, viel stärker sind. Also, dass ich ganz lange vergessen habe, in Gesprächen mit Leuten, was überhaupt da stand, und dass andere, dass bei mir im Gegenteil eher Leute mich ansprechen auf diese Sachen und ich sage, ach ja, oh, ja stimmt, habe ich vergessen. Also die Verdrängungsmechanismen und so weiter, das ist ja auch in posttraumatischen Belastungsstörungen sehr üblich, dass man sich dann nicht mehr richtig erinnert und dann ist irgendwie vor gestern und heute und durcheinander und so weiter. Und dass da auch in der Psychologie und auf psychologischer Ebene ganz viel noch fehlt. Also posttraumatische Belastungsstörungen werden mittlerweile anerkannt, weil das bei Soldaten vorkommt. Ja? Da hat die Charité ja auch einen Schwerpunkt zu. Wenn es um die Vaterlandsverteidiger geht, ist das was anderes. Aber da fehlt auch noch eine ganze Menge, was auch oft im juristischen Kontext nicht anerkannt wird. Also ich habe schon sehr, sehr viele juristische Debatten mitbekommen im Kontext von Rape Culture und im Kontext auch von sexualisierter Gewalt, wo dann das Konzept Trauma abgelehnt wurde. Und das wollte ich nur noch ergänzen. Also da ist noch auf der Ebene ist noch viel Arbeit an mehreren Fronten möglich, um überhaupt auch die Opferautonomie eben zu ermöglichen und auch den Opfern die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, ich habe diese psychologische Störung und die führt zu folgenden Dingen und dass sie eben nicht dann Widerspruch und so weiter, was halt einfach auch passiert in so einer Situation, dass es dann juristisch gegen sie verwendet wird, ne? Ja, ich wollte noch einen ganz konkreten Vorschlag aufgreifen, den Sie gerade genannt hatten und dann noch nach Ihrer Meinung fragen, nämlich die Moderatorenpflicht. Wäre das wiederum sowas, kann man sich das vorstellen oder ist das auch was, was quasi die Freiheit des Netzes zu sehr einschränkt? Ich sag mal, die Moderatorenpflicht, wir haben sie ja schon indirekt, wenn man sieht, was das Telemediengesetz für Vorgaben macht und wenn man sieht, wie Zeitungen da auch dran scheitern mit ihren Online-Angeboten, zu sagen, sie bieten unter ihren Zeitungsartikeln quasi ein Forum an, eine Kommentarmöglichkeit und Spon halt seit 6 Wochen sagt, beim Thema Flüchtlingspolitik haben wir kein Forum mehr, weil wir kommen quasi mit der Moderation nicht hinterher und ich da eigentlich eher das Verfahren, wie wir es ja bisher haben, Hinweis und Runternahme quasi, dieses Notice and Takedown-Prinzip, ja auch bei Kommentaren zum Beispiel, eigentlich einen praktikableren Weg sehe, zumindest wo es quasi um, sag jetzt mal, die klassischen Facebook-Sachen in Anführungszeichen geht, dass man halt sagt, hier Facebook, ich melde das. Da ist dann natürlich die Frage, sind die Personen, die das prüfen, überhaupt dazu in der Lage, von der Sprache her, von dem kulturellen Verständnis, von der Sensibilisierung, da auf jeden Fall nachzusteuern, finde ich sinnvoll. Da vielleicht auch eher zu sagen, es macht halt einen Unterschied quasi, wer das bearbeitet und wie sind da auch zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen mit eingebunden. Ich weiß nicht, ob die Amadeo-Antonio-Stiftung bei irgendwelchen solcher Projekte mal hinzugezogen wird, dass man halt angefragt wird von Facebook und so weiter, helft uns doch mal, fliegt doch mal zu uns nach Dublin und unterhaltet euch mit unseren Leuten drüber. So, worauf sollte man achten, passt in Form und so weiter. Aber ansonsten, ich sag mal, eine zwingende Moderation von allen Sachen, also ich sag mal, die Aussagen werden ja unterschiedlich verbreitet. Das eine ist die klassische E-Mail-Zusendung, das andere ist quasi eine Antwort bei Twitter, eher schwierig zu kommentieren, das andere ist Facebook und das andere ist auf seiner eigenen Internetseite, wo man dafür leider selber verantwortlich ist dann. Also ich bin mir unsicher, ob das in der Praxis überhaupt was quasi bringt. Ich würde eher sagen, für die großen Plattformen zu schauen, wie kriegt man dort das Personal so aufgestellt und so sensibilisiert, da stärker auch zum Teil reinzugehen.
Und ansonsten finde ich halt, wie gesagt, unser bisheriges Verfahren, Hinweis und dann die Sachen runterzunehmen, zu sperren, eigentlich einen praktikablen Weg, weil es ja auch zum Teil relativ schnell geht. Das ist dann natürlich auch immer so eine Frage, welche Seite. Einige machen es innerhalb von einer Stunde, wenn es am Werktag ist, andere brauchen 2-3 Tage dafür. Aber wie gesagt, alles andere kann ich mir jetzt erst ein bisschen schwieriger vorstellen. Ich glaube allerdings, jetzt losgelöst von der Frage, diese Diskussion zu führen, nochmal zu schauen, wie kriegt man für dieses Thema eine Gesamtöffentlichkeit eigentlich organisiert? Wirklich relevant. Und ich glaube, wir haben quasi, was jetzt quasi in diesem Sommer stattgefunden hat, mit der sogenannten Flüchtlingshetze, okay, dafür haben wir eine Aufmerksamkeit organisiert bekommen. Aber in anderen Bereichen ist es halt weniger, was quasi Frauen tagtäglich erleben müssen, die sich irgendwie feministisch positionieren zum Teil oder auch überhaupt nicht feministisch positionieren, sondern halt nur, weil sie eine Frau sind. So. Das ist halt wenig in der Öffentlichkeit oder wenn halt nur in den kleinen abgeschotteten Zirkeln, wo eh jeder sensibilisiert ist. Aber das ist halt, glaube ich, zu wenig. Also ich habe bisher noch keine Seite 3 in der Süddeutschen darüber gelesen zum Beispiel, was aber halt natürlich auch wirklich die Reichweite wäre, die man eigentlich dafür bräuchte, um solche Themen wirklich hochzuziehen. Und das ist, glaube ich, was da auch die Plattform quasi mit in eine Verpflichtung zu nehmen, da vielleicht auch vom Staat finanziell auch was in die Hand zu nehmen, Aufklärung zu leisten. Glaube ich, würde wirklich was irgendwie bringen. Weil wir ja gerade auch erwähnt worden sind, also ja, wir arbeiten mit den Providern auch zusammen. Wir haben halt die Situation, dass das einfach Multimillion-Dollar-Corporations sind, die das im Zweifel halt, denen ist es halt im Zweifel egal, so. Denen ist auch, also wir sind denen auch egal. Wir als No-Nazi-Net bei der Amadeo-Antonio-Stiftung sind in der Form, glaube ich, das einzige Projekt, in Deutschland, was in der Form auch ganz explizit soziale Medien, natürlich erst nochmal Schwerpunkt Rechtsextremismus, aber im Endeffekt treffen sie sich ja dann doch alle, also die Maskulisten und so, die landen ja irgendwann alle dann auch in einem Moloch sozusagen. Und im Zweifel ist es halt so, Facebook ist ja natürlich interessiert, jetzt auch gerade dieses Jahr. Sie merken, okay, das ist auch in der deutschen Öffentlichkeit ein Thema und gerade Facebook orientiert sich halt auch gerne nach den nationalen Gepflogenheiten. Die merken, naja, gut, okay, damit kann man sich vielleicht auch ein bisschen schmücken. Ja, wir haben ja hier mit der Amadeo-Antonio-Stiftung zusammengearbeitet. Das ist natürlich gerade ein Prozess, den wir vorantreiben. Ich finde es erstmal gut, dieses Interesse ist da, sowohl von Google als auch von Twitter, als auch von Facebook, die tatsächlich auch auf uns zukommen und sagen, hey, wie ist denn das mit den Nazis so? Das scheint ja irgendwie in Deutschland so ein Ding zu sein. oh, neu, ganz genau. So. Hallo, ja, tatsächlich. Aber also wo eben auch eine deutsche Spezifikkeit eben auch mal adressiert wird. Aber es ist natürlich, wir sind ein sehr kleines Team. Wir versuchen da sehr viel auf sehr vielen Ebenen, aber es ist sehr müßig und klar, im Zweifel interessiert es zum Beispiel auch Twitter einfach gar nicht. Alleine schon, weil Deutschland, also Belgien ist für Twitter relevanter als Deutschland. Deutschland ist nicht relevant für die für das Unternehmen und die Zusammenarbeit ist da kompliziert, aber die merken natürlich auch selber, dass das in der Form nicht weitergeht, aber die haben auf der anderen Seite immer den Zwiespalt, Kommunikation und viel Kommunikation ist ihr Geschäftsmodell. Viel Kommunikation ist also gut und wenig Kommunikation ist schlecht. Und das zeigt sich dann natürlich in dass sie zögern zu löschen, dass sie zögern auch voranzugehen, aber sie wollen jetzt schon, also sie haben auch auf Druck ja diese Cybermobbing-Sachen schon mal angegangen und jetzt gehen sie auch irgendwie so ein bisschen die Hate Speech an. Ich glaube, das liegt aber auch ganz stark eben am amerikanischen Kontext und dass eben in den USA auch gewisse Communities viel, viel größer sind. Also Stichwort Black Twitter, da werden ganz andere Debatten geführt und ein ganz anderer Druck aufgebaut und Twitter würde es, glaube ich,
nicht wagen, da in der Form vorzugehen, wie sie das zum Beispiel ignoranterweise bei deutschen Themen nicht also machen oder halt Accounts sperren, die sich irgendwie über Sachen lustig machen. Da ist dann halt auch auf amerikanische ein ganz anderes Druckmittel, auch mit irgendwelchen bekannten Köpfen. Also das sind eben auch Mehrheitsverhältnisse und Machtverhältnisse, die sich da zeigen und wo Twitter sagt, ja okay, wenn ihr irgendwie wenn das jetzt hier benutzt wird für feministische Sachen, wunderbar, wenn uns das viel Traffic bringt, dann ist gut. Aber sie sagen mal, sie geben sich Mühe. Was ja auch schon schön ist. Aber es führt ja dann auch wieder eigentlich zu dem Themenkomplex, dass man für das Thema noch eine größere gesellschaftliche Aufmerksamkeit kriegen muss. Da wollte ich jetzt eigentlich wollte ich nochmal Frau Schramm fragen, da wir jetzt auch schon gehört haben, sozusagen von politischer Seite, ja, ist die Meinung auch da. Was glauben Sie denn, was es denn für Aktionen jetzt noch braucht, um dafür eine Aufmerksamkeit zu kriegen? Oder wie ist Ihre Erfahrung, warum ist die Aufmerksamkeit noch nicht da, andersrum gefragt? Naja, weil das halt in vielen Teilen klassisch marginalisierte Gruppen sind und auch einfach klassische Ausdrücke von Diskriminierungsverhältnissen, die halt über Jahrhunderte schon sich aufgebaut haben. Also das ist einfach ja auch, ich meine, das ist ja auch ein Kampf, der auch schon in den 60ern sehr krass geführt wurde, in den 70ern von Feministinnen und von den 68ern und so weiter. Also dieses Stichwort Gegenöffentlichkeit und so, das ist ja nichts Neues. Ich denke halt, dass tatsächlich, das hat Aufschreie auch gezeigt, dass es durchaus möglich ist, in der Masse tatsächlich Themen zu setzen. Und da hat sich ja ein bisschen was bewegt. Ich meine, als Aufschrei kam, hieß es bei den Talkshows, gibt es tatsächlich noch Sexismus? Und 2 Jahre später sind die Themen schon verschoben. Also sie sind immer noch nicht gut oder es ist immer noch nicht so. Aber das ist ein kontinuierlicher Kampf, den man, glaube ich, führen muss. Und große Aktionen, also ich bin leider nicht sonderlich optimistisch. Ich glaube, dass sich jetzt auch eine ganze Generation nochmal an jungen Mädchen zeigen wird, die in 10 Jahren oder in 15 oder 20 Jahren merken, ups, das ist immer noch nicht alles gut und es ist immer noch ein Problem und es mag in der Schule nicht so das große Problem sein, aber in der Arbeitswelt ist es tatsächlich, also ich glaube, so ging es zumindest vielen Frauen auch in meinem Alter so, dass sie in den letzten, nach dem Studium und so gemerkt haben, ups, ja, in der Schule bin ich hier locker flockig durchgekommen und das war alles super und jetzt will ich meinen ersten Job haben und kriege ihn nicht, weil ihn Thilo Jung kriegt. Das sind ja auch einfach klassische Kämpfe, die jetzt einfach nur digital weitergeführt werden. Und ich glaube, dass man da dranbleiben muss und dass man sich vernetzen muss und dass man die Sachen größer machen muss, dass man Geld einsammeln muss und dass man auch an einigen Stellen einfach mal wesentlich aggressiver meiner Meinung nach auftreten kann. Also dieses internalisierte, ja, wenn wir nur nett mit den Leuten reden, dann wird alles anders. Es ist eine Machtfrage und ich finde, das sollte man auch so offen kommunizieren. Und ja, es geht um die Fleischtöpfe und wir wollen da auch dran. Ich möchte das noch ein bisschen prolongieren. Es geht sicherlich um die Fleischtöpfe und wir müssen, denke ich mal, gerade bei diesen Überlegungen, und ich komme wieder darauf zurück, wir müssen gucken, wo wir die wirkungsvollsten Instrumente haben. Und die haben wir gerade bei solchen Konzernen, Sie haben es gerade nochmal bestätigt, beim Geld. Deswegen plädiere ich nach wie vor dafür, dass wir überlegen, ob und wie wir Haftungsmöglichkeiten einführen können. Anders wird es bei diesen Konzernen nicht gehen. Die werden sonst uns wie Bittsteller behandeln, und das sind wir dann auch, wenn wir auf Selbstverpflichtungen und auf Selbstkontrolle hoffen, dann sind wir Bittsteller, aber nicht mehr. Und wenn wir aber Regelungen schaffen, die für sie bedeuten, dass sie unter Umständen Geld verlieren oder Geld riskieren jedenfalls, wenn sie sich daran nicht halten, Dankeschön, dann ist das etwas, was sie vielleicht zum Nachdenken treibt. Und deswegen meine ich, ich habe da jetzt noch keinen Gesetzesvorschlag, aber das ist etwas, wo ich denke, wo wir darüber nachdenken müssen, wo wir überlegen müssen. Bei aller Freiheit des Internets ist es uns das wert, dass wir diese Möglichkeiten haben
Oder wollen wir sagen, okay, ihr dürft das gerne machen, ihr dürft gerne ein solches Account bei uns betreiben oder eine solche Seite bei uns betreiben, aber ihr haltet euch bitte an die Regeln, sonst werdet ihr nicht freigeschaltet. Ich weiß, dass das problematisch ist, aber wir müssen uns eventuell dann auch mit den entsprechenden Mitteln dagegen wehren. Also ich wollte eigentlich einen anderen Punkt ansprechen, will es jetzt aber mal hier konkret machen, ohne als irgendwie Wirtschaftsvertreter wahrgenommen zu werden, aber wie sowas praktisch aussehen soll. Also ich sag mal, die Unternehmen sagen, sie haben ihre eigenen Vorgaben, die können sie so schwammig interpretieren, wie sie wollen, ihre Terms of Services und was sie sich da als ethischen Kodex geben, das ist quasi ihre freie Hand zensieren zu können oder eingreifen zu können, wie sie wollen. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Ziel. Also ich sag mal, eigentlich muss ja quasi, soll ja weniger die Plattform die Regeln vorgeben, als der Staat letztendlich die Regeln vorgibt. Also sagen, die werden sich hinstellen, hey, wenn das strafrechtlich ist, dann wird es natürlich von unserer Seite heruntergenommen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man, ja, wobei, das ist die spannende Frage. Die sagen natürlich, okay, wir wissen es ja nicht bei diesem konkreten Punkt. Und das kann ich auch verstehen. Jeder Punkt, der quasi erstmal zu einer Anzeige kommt, heißt ja, bei manchen Fällen sieht man es ja, heißt ja am Ende auch nicht zwingend, dass dann heißt, stimmt, sondern nee, die Anzeige wird nicht weiter verfolgt, das Verfahren wird eingestellt oder sogar, der jemand anzeigt, bekommt kein Recht, sondern es war noch in Ordnung, in Anführungszeichen. Das ist natürlich eine verdammt schwierige Situation. Will ich, dass die Unternehmen schon vorher sagen, was könnte diese Auslegung von SGB, vom StGB Paragraph XY eigentlich konkret heißen, ohne eine Entscheidung zu haben? Das ist was, ehrlich gesagt, jetzt auch nochmal im internationalen Vergleich gesprochen, was ich eigentlich nicht haben will. Also, dass quasi schon vorher sich die ganze Zeit überlegt wird, ist das jetzt vielleicht strafrechtlich, was dann wirklich entschieden wird oder nicht, weil wenn es entschieden wird, das ist strafrechtlich nicht in Ordnung, dann sind wir auch mit drin. Also ich finde, das ist eine ganz schwierige Situation. Deren Unternehmerrisiko, also ich sag mal, zu sagen, einschätzen zu können, was strafrechtlich ist oder nicht, wenn es nicht, ich sag mal, klar, es gibt die klassischen Sachen, Pornografie und so weiter, wenn das frei zugänglich ist, aber quasi bei Äußerungen, bei Verleumdung und so weiter, das ist leider ein schmaler Grat und das ist abhängig von der Person, die davon auch irgendwie betroffen ist. Eine Claudia Roth muss was anderes vermutlich aushalten als eine andere Person. Das ist leider so in unserem Land, beziehungsweise es ist nicht nur leider so, es ist so, Punkt. Also aus dem Grunde finde ich diese Forderung echt schwierig, weil ich sie mir bisher nicht praktisch so vorstellen kann, dass ich sie international auch vertreten kann, ohne dass ich dann halt die Kollateralschäden habe, dass halt in jedem anderen Land dann darüber quasi jede politische Äußerung quasi auf einmal eingeschränkt wird, weil das ja auch schwierig sein könnte. Und wenn man sieht, was gerade jetzt, dafür muss man gar nicht nach Asien schauen, sondern schon quasi in unser Umland schaut, was da zum Teil für Gesetze vorangetrieben werden, um andere Meinungen zu unterdrücken, finde ich es extremst schwierig, sich darauf zu fokussieren. Ich finde, vielleicht ist das auch eine wahnwitzige Idee, ich finde es eigentlich spannender, wenn man sieht, wie gehen denn andere auch mit diesen Fragen um. Und ich finde diese Veranstaltungsreihe, die Journalistinnen mit Migrationshintergrund machen, sich abends zu treffen, 10 bis 20 Euro Eintritt zu verlangen und einfach diese Hasskommentare vorlesen und sich da abzufeiern, zu trinken, Party zu machen mit den Leuten, dadurch eine Öffentlichkeit organisieren vor Ort, anderen Leuten, die vielleicht auch davon betroffen sind, auch ein bisschen zuzusprechen und sich so mit diesem Thema zu quasi beschäftigen, finde ich eigentlich ein spannendes Format.
Warum gibt es sowas nicht, sag ich jetzt mal, organisiert vom Gunnar-Werner-Institut oder von ich weiß nicht was mit jungen Frauen? Die rumziehen, man macht quasi eine junge feministische Party draus, unterhält sich drüber, schafft damit eine Öffentlichkeit und. Das sind ja Formen, ich glaube wirklich, wenn ich mit in meiner eigenen Familie, mit meiner Schwester, die 15 Jahre älter ist, drüber spreche, die wissen von diesem Problem gar nichts, weil sie an sie gar nicht herangetragen werden, weil die Gesellschaft damit nicht konfrontiert wird. Und ich glaube, diese Konfrontation, die müssen wir organisieren in irgendeiner Form, weil ansonsten, glaube ich, wird es auch schwierig, überhaupt eine politische Mehrheit für bestimmte Gesetzesveränderungen zu bekommen. Also das, glaube ich, ist wirklich eine Aufgabe, und da kann man sagen, Zeitungen haben dafür auch eine Verantwortung und so weiter, darüber zu berichten, aber ich glaube, es muss da noch eine andere Form von Öffentlichkeitsarbeit für geben, die halt wirklich rausgeht und wirklich dafür sorgt, dass das Thema auch in der kleinen Regionalzeitung vielleicht aufgegriffen wird. Ja, ich weiß nicht, also jetzt haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch Probleme angesprochen, und ich würde einfach ganz gerne noch die letzten Minuten auch dazu nutzen, das Publikum ein bisschen mit einzubinden und ja, einfach mal zu fragen, gibt es von Ihnen noch Fragen an einen der drei Diskutanten oder gibt es von Ihnen Anregungen? Genau, da sehe ich schon den ersten und da die zweite. Ah ja, okay. Ah ja, super. Haben wir noch ein Mikro. Mhm. Ja, danke schön. Ich verfolge diese Diskussion seit inzwischen ungefähr 3 Jahren, war auch vorher selbst mal so im Strafrechtsbereich mit tätig, Vorratsdatenspeicherung, also auch der sehr viel Kontakt mit Staatsanwälten und so weiter gehabt. Und das war jetzt, weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, vielleicht die 10. oder 12. Diskussion zu dem Thema, die ich verfolgt und besucht habe. Und da fallen mir 2 Sachen auf. Die erste ist, es wird auf jeder Podiumsdiskussion zu dem Thema eigentlich immer das Gleiche gesagt. Es gibt keinerlei Fortschritt. Immer das Wiederholen der gleichen Themen. Und das Zweite ist, was mir auch immer auffällt, was auch immer gleich ist, es sind immer nur Leute derselben Meinung auf dem Podium. Normalerweise dient eine Diskussion ja an dem Austausch verschiedener Meinungen. Das ist aber eines der Themen, bei dem man immer sehr dafür sorgt, dass immer nur Leute miteinander reden, die exakt der gleichen Meinung sind und die sich eigentlich nur gegenseitig bestätigen, ohne dass da mal irgendjemand anderer Meinung ist. Was verspricht man sich denn davon? Wenn ich kurz fragen darf, was denn anderer Meinung, dass das kein Problem ist, oder? Ja, da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man anderer Meinung sein kann. Ja, dann sagen Sie doch mal ein Beispiel. Ach, man kann zum Beispiel der Meinung sein, dass das nicht nur vom Internet verursacht ist, sondern dass das teilweise die Empfänger selbst verursachen oder dass es eine Wahrnehmungsproblematik ist. Ich habe zum Beispiel auch mit sehr vielen Frauen gesprochen und festgestellt, dass eben das, was vorhin schon angesprochen ist, diese Traumatisierung, dass die gar nicht durch das Hate Speech an sich entsteht, sondern dadurch, dass man vorher auf feministischer Seite den Leuten einredet, du musst dich jetzt verfälzt fühlen, dass viele das gar nicht machen oder dass eben einfach eine Überbewertung ist. Aber es geht ja nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie in 20 Sekunden das runterleihe, sondern es geht ja mal darum, dass es vielleicht auch mal, man merkt ja schon, wie sehr sie gegenüber anderen Meinungen grundsätzlich eingestellt sind, dass sie das gar nicht zulassen, andere Meinungen. Meinungsfreiheit, das, Zensur, Lizards, Bock. Nicht Zensur, sondern einfach zu sagen, es gibt so eine Einheitsmeinung, und es fällt ja sehr oft auf, dass man alles schon als Hass einstuft, was andere Meinung ist. Haben Sie einen Twitter-Account? Genau. Sie sind auf Twitter? Die Frage war, ob Sie auf Twitter aktiv sind. Ich wollte nur fragen, ob Sie uns Ihren Twitter-Account verraten wollen. Wieso? Da können wir uns dann weiter unterhalten. Ja. Jetzt sind wir tatsächlich bei einer Form von Kontroverse, ja, genau. Ich gehöre jetzt nicht mehr zum Gunnar-Werner-Institut, habe aber diese Veranstaltung mit geplant und in diesem ganzen Bereich konzipiert. Ich habe hier eigentlich ziemlich unterschiedliche Meinungen gehört, nur in einem bestimmten Spektrum, was richtig ist, weil bestimmte Formen von zum Beispiel, die Frauen sind ja selber schuld oder so, diese Diskussion wollen wir nicht mehr führen. Also das ist eine Ebene, die brauchen wir auch nicht.
sondern wenn wir über Gesellschaft, also strukturelle, gesellschaftliche Gewalt reden, und das finde ich ja so interessant, gerade auch an dieser Debatte zum Beispiel, dass eigentlich ist ja unheimlich wenig über diese konkrete Gewalt im Netz, gerade die sexistisch ist. Also, dass das viel zu wenig noch, finde ich, thematisiert wird. Und ich muss dir sagen, Malte, ich fände das jetzt nicht unheimlich lustig oder witzig, wenn sich jetzt irgendwie all die Frauen, die irgendwie diese ganzen sexistischen Übergriffe im Netz selber kriegen und dann das abfeiern irgendwie und sich da auf die Schenkel klopfen oder so. Ich weiß nicht, ob das wirklich... und man da, also andere dann 10 oder 20 Euro für bezahlen. Das finde ich keine gute Strategie, dagegen vorzugehen, ehrlich gesagt. Außer ich hätte da irgendwas missverstanden. Sondern ich finde schon, dass man irgendwie mal gucken muss, und da finde ich zum Beispiel diesen Gedanken des Haftungsprinzips fantastisch eigentlich. Nämlich erstmal klar zu definieren, was ist, also auch nach dem Prinzip zum Beispiel von Unterlassungsklage. Das muss ein Unternehmen verpflichtet werden, zu unterlassen, dass das noch irgendwo steht. Und wenn die das nicht hinkriegen, dann müssen sie dafür blechen. Das erstmal so als eine Grundlage oder eine Basis, da auch weiterzukommen in diesem ganzen Bereich. Und dann habe ich, das ist jetzt eine Frage, zum Beispiel gerade auch an die Juristin, weil es heute Nachmittag auch von uns gekommen ist, und dann haben wir gemerkt, wir haben einfach nicht genug juristische Expertise auch. Müssen das einzelne Frauen zum Beispiel sein, die das geltend machen, oder ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass so Sammelklagen, also dass viele Frauen gemeinsam irgendwie da mal auftreten und eine Sammelklage loslassen gegen ein Unternehmen und das dann exemplarisch auch durchgezogen wird mit einer anderen Power vielleicht und auch mit einer anderen Öffentlichkeitswirkung. Oder gibt es Formen von, wo auch nicht die Einzelne betroffen ist, sondern gerade wenn es um Sexismus und das ist ja auch ein strukturelles gesellschaftliches Gewaltproblem, darum geht, dass zum Beispiel eine Verbandsklage meinetwegen der Deutsche Frauenrat machen könnte oder so. Ich kann Ihnen eine Antwort geben. Es werden auch Männer sexistisch mit Internetmobbing betroffen. Das haben wir ja vorhin gehört. Von daher gesehen ist es nicht eine rein feministische Frage, aber es ist eben zurzeit überwiegend eine feministische Frage. Und dass die Betroffenen dadurch betroffen sind, brauchen wir, glaube ich, hier nicht weiter zu erörtern. Das ist mittlerweile forschungsmäßig allgemein gut. Ich möchte auf die Haftungsfrage nochmal eingehen und möchte gerne noch was anknüpfen. Ich bin keine Spezialistin für diese Frage. Bitte ich einfach um Verständnis, weil ich mich mit der Frage der Verbandsklage in dem Kontext noch nicht befasst habe. Finde den Gedanken aber hochinteressant und werde das gerne auch weiterverfolgen und auch weitergeben. Ich denke mal, für bestimmte Bereiche haben wir ja schon die Möglichkeit der Verbandsklage. Man müsste einfach schauen, ob man das so definieren kann, ob das geht. Und für wen man das dann machen kann. Ist eine sicherlich gute Idee, die man weiter verfolgen kann und wo man gucken kann, dass man dann eben auch Unterstützung bekommt. Ich möchte aber noch zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Spitz, etwas ergänzen. Ja, das ist für die Wirtschaft schwierig, wenn die gucken müssen, machen wir uns da strafbar oder nicht. Aber dafür gibt es Berater. Und die bezahlen auch sonst teure Berater. Und da gibt es auch Natural Speaker, auch auf Deutsch, habe ich gehört, die könnten Sie engagieren als Berater. Also von daher gesehen sehe ich das Problem eigentlich nicht. Und wenn Sie dann eben das Haftungsrisiko eingehen wollen, wenn man eine solche Haftung konzipiert, dann sollen Sie es eingehen. Das ist dann Ihr Risiko, nicht die Verantwortung von uns. Und ich denke mal, unter dem Aspekt kann man das durchaus weiter verfolgen. Ich denke einfach, es ist die einzige Möglichkeit, um sie wirklich auch wirksam in der Umsetzung, Vollzug nennt man das dann ja, in die Verantwortung zu nehmen. Ich möchte noch, das mache ich später. Also vielleicht da nur kurz drauf antworten und dann mal auf die zweite Frage. Klar kann man sich diese Einschätzung einkaufen und klar gibt es Bereiche,
die sind halt vorher unklar. Ist das jetzt strafrechtlich relevant, ja oder nein? Also würde das, wenn es dann zu einer Entscheidung kommt vom Gericht, entschieden werden, ja, das war strafrechtsrelevant und die Person wird dafür verurteilt oder nicht. Das kann man sich eine Unterstützung holen und klar kann man nachher sagen, okay, wer quasi nach einem Hinweis, man gibt einen Hinweis und die Firma sagt, das ist noch in Ordnung. Und dann kommt es zu einer Verurteilung. Okay, ich hatte es allerdings so verstanden, quasi diese Moderationspflicht, dass man vorher quasi schon aktiv sein muss, quasi jeden Beitrag filtern muss, anstatt nur Beiträge zu bewerten, wo man auch einen Hinweis drauf bekommt. Wie gesagt, bei zweiterem kann man mit Sicherheit drüber reden, was das quasi bedeutet, wenn man einen aktiven Hinweis bekommt, dieser Beitrag ist problematisch, die Firma sagt nö und anschließend gibt es ein Verfahren und in dem Verfahren wird entschieden, doch, das war strafrechtlich relevant, es kommt zu einer Verurteilung und dann darüber zu diskutieren, welche Haftung trägt dann so ein Plattformanbieter, finde ich zumindest in dieser Konstellation eine Frage, wo ich zumindest auch nochmal weiter drüber nachdenken würde. Und zum zweiten Punkt, ich habe das nicht gesagt in dem Sinne als Vorschlag, also zu sagen auf jeden Fall, aber ich habe nur gemerkt und auch mit vielen quasi gesprochen, dass zumindest im Bereich Hate Speech gegen Journalistinnen mit Migrationshintergrund diese Form der Öffentlichkeitsarbeit anscheinend funktioniert für sie selber als Aufarbeitung und um auch eine zusätzliche Öffentlichkeit dafür zu organisieren. Das war mein Hinweis zu sagen, wenn man drüber nachdenkt, wie organisiert man eine Öffentlichkeit, dass es in diesem Fall, glaube ich, funktioniert. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine andere Situation, irgendwie ein gestandener Journalist oder Journalistin seit 25 Jahren quasi in einer, im Fernsehen oder, das ist eine andere Sache, die haben einen anderen Zugang zur Öffentlichkeit, die können sich da anders so, aber jetzt zumindest würde ich da sagen, auch quasi nach der Unterhaltung mit einzelnen Leuten haben sie für sich selber gesagt, dass diese Form der Auseinandersetzung für sie gut war, persönlich, und sie haben gemerkt, dass darüber sie eine ganz andere Öffentlichkeit organisiert haben, die sie vorher so nur sehr, sehr schwer bekommen haben. Das nur als Spiegelung. Ja, mein Name ist Dagmar Heimann, ich bin vom Vorstand vom Deutschen Frauenrat und ich möchte es ansprechen mit der Verbandsklage und ich denke, wir vom Deutschen Frauenrat, wir sind da bestimmt dahinter und würden da auch mitmachen. Also ich kann vielleicht auch noch mal ergänzen, tatsächlich die Kollegen, die das machen, sind alle noch keine 25 Jahre gestandene Journalisten, sondern sehr viel jünger. Ja, dann würde ich, ja. Und also es stimmt tatsächlich, was Sie, glaube ich, damit auch meinten, es kann schon auch manchmal helfen, sich einfach mit anderen Leuten zusammenzutun. Also wir machen das auch im kleineren Rahmen natürlich auch in der Redaktion, dass dann halt die jungen Frauen zusammensetzen und sich dann halt vorlesen, so, ach, da hat wieder einer geschrieben, so, Frauen sollen nicht über Politik schreiben, sondern Kinder kriegen, haben sie denn schon Kinder? Oder sie haben ja bestimmt nur Kommunikationswissenschaften studiert, ne? Also was da alles so kommt. Und ich mache auch ganz gute Erfahrungen damit, das zum Beispiel auf Facebook zu posten und da kriegt man auch unheimlich viele Reaktionen und von bestürzt über sehr belustigt denke ich schon auch, dass man ja, dass man so nochmal andere Leute erreicht. Aber was natürlich auch stimmt, ist, dass man sich damit halt schon auch nochmal mehr in die Öffentlichkeit stellt. Ne? Und das ist, glaube ich, für Journalisten meistens kein Problem, aber weiß ich jetzt nicht, ob das ein Rat ist, den ich jetzt jeder Aktivistin geben würde. Das ist ja auch immer ein bisschen einfacher, wenn man sich als Journalist ja schon auch irgendwo ein bisschen hinter der Marke verstecken kann, für die man schreibt. Also man ist dann halt durch die Institution auch geschützt. Das ist, glaube ich, auch jetzt was gar nicht wirklich in der Diskussion beachtet wurde, aber was, glaube ich, grundsätzlich sehr, sehr wichtig ist, dass eben Institutionen auch zivilgesellschaftlicher Natur
entstehen, die sich auch ganz explizit mit digitalen Fragen beschäftigen. Also mal kurz ein bisschen Eigenwerbung. Die Amadeo und Toni Stiftung macht nächste Woche eine Konferenz zu dem Thema. Zivilgesellschaftliches Engagement 2.0 in den Räumen von Wikimedia, weil wir nämlich auch genau das beobachtet haben, dass sich im Netz, und das sind ja auch einige hier, einzelne Personen mit ihrer privaten Identität sozusagen in diesen Kämpfen aufreiben und diese Kämpfe führen und eben kaum Schutz da ist. Und während auch gerade im Kampf gegen Rechtsextremismus ja schon auch sehr viele zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen da sind, wo die Leute sich auch verstecken können, fehlt es halt im Netz ziemlich. Und was dann auch dazu führt, dass eben Einzelne ein sozusagen Comical Relief auch brauchen. Ich glaube auch, dass das mit Sexismus und Rassismus auch nochmal Unterschiede sind und dass es nicht eins zu eins übertragbar ist, aber zumindest die Intention zu sagen, wie man damit auch scherzhaft umgehen kann, wie man das über Ironie und Satire eben auch bewältigen kann, das ist natürlich wichtig. Und ich bin da, also ich bin da auch großer Fan von. Das Ding ist nur, dass die dann immer nicht so viel Spaß verstehen. Das ist immer ein bisschen schade. Aber gut, also das denke ich ist auch zum Thema Recht relevant, nämlich Rechts, also Institutionen zu haben, die auch rechtlich verfasst sind, die eben eine ganz andere Schlagkraft haben und eine ganz andere Möglichkeit haben, eben auch Widerstand und Gegenöffentlichkeit auch zu erzeugen. Und ich glaube, da ist auch für uns alle, die hier einfach auch anwesend sind in dem Bereich Arbeiten, einfach noch viel Arbeit da von Vernetzung auf, und Aufbauarbeit mit dem Schwerpunkt halt auch digitalisiert. Und ich hoffe einfach, dass ich beim nächsten Mal nicht sagen kann, dass ich mit der Amadeo-Antonio-Stiftung oder in dem Projekt, wo ich arbeite, auch so ziemlich wie die Einzigen sind, die diesen Schwerpunkt auf die sozialen Medien haben, als jetzt nicht parteigebundene sozusagen Organisation. Also ich hoffe, dass da jetzt in den nächsten Jahren noch ganz viel kommt und dann kann man, glaube ich, auch viel positiv gestalten und verändern. Ich möchte da nochmal anknüpfen. Es ist ja ein, gerade auch in der Viktimologie, ein bekanntes Phänomen, auch erforscht, dass das Gefühl der Alleinstellung des Opfers etwas ist, was ganz gefährlich ist. Und dass es eben gerade wichtig ist, dass man merkt, ich bin nicht die Einzige, was automatisch zur Folge hat, warum bin ich dann betroffen, was habe ich falsch gemacht, Schuldzuweisung und so weiter. Spielt alles eine Rolle, es ist ein bekanntes Phänomen und deswegen finde ich das unter dem Aspekt gut. Aber das ist natürlich etwas, wie Sie auch schon gesagt haben, Frau Walzer, was man nicht unbedingt als das Mittel der Wahl allen empfehlen kann, glaube ich. Da muss man sehr genau hingucken, was geht und wie man das macht, ob man die nicht dann zu sehr auch ihrerseits wieder ins Feuer liefert, ne? Oder ins Feuer bringt. Ich möchte aber noch einen Punkt anführen, der sicherlich an das anknüpft, was Sie gerade gesagt haben, dass wir eben breitere Öffentlichkeit haben müssen, beziehungsweise breitere Auseinandersetzung mit der Thematik. Sie hatten mich ja vorhin auch vorgestellt, als Vorsitzender der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes. In der Strafrechtskommission haben wir vor, dass wir wir hatten jetzt gerade Neuwahlen, ab dieser Zeit nochmal uns auch diesem Thema verstärkt widmen werden. Und da auch nochmal in der Kommission dazu arbeiten, beziehungsweise eine kommissionsübergreifende Form finden wollen, weil dazu gehören viel mehr als nur die Strafrechter, das ist völlig klar, das haben wir auch heute Abend gesehen. Das ist durchaus geplant. Ich würde ganz gerne noch eines sagen. Ich hatte ja vorhin so ein bisschen Negativstimmung verbreitet mit dem, was ich gemeint habe. Es ist so schwierig, die Personen, die das tun, dann auch zu identifizieren, gerade wenn man auch Endgeräte hat. Und da habe ich zwischenzeitlich mal so darüber nachgedacht, man könnte vielleicht auch, aber ich weiß noch nicht, wie man das verankern kann, überlegen, ob man nicht Endgeräte, über die sowas läuft, wenn man die Täter nicht ermitteln kann, schlicht beschlagnahmen und konfiszieren kann. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ist nur ein kleiner Nadelstich, aber ist doch immerhin etwas, was man andenken kann. Dafür stehe ich nun. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? An einen der Diskutanten oder irgendwas, was jemand noch zufügen möchte. Ansonsten können wir dann auch alle zum Konzert gehen. Und ja, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind und auch vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, viel Spaß beim Konzert an allen.